immer am besten auf dem Platz vom Geburtstagskind. Es wirkt betont festlich. Und mein Bruder Alois wird durch die Blumen etwas verdeckt. Das wirkt wieder dezent. Okay, Tante, warum wirst du denn verstecken, den Papa? Er ist doch halt die Hauptperson. Ja, da hast du recht, mein Kind. Den 50. Geburtstag, den feiert man nur einmal im Leben. So, feiert man die anderen öfters. Ach, du, Unsinn. Stell ihm mal gute Flaschen Wein hin, dann hebst du mehr eher auf wie mit Blumen. Ja, leider. Wie viel Mühe habe ich mir schon gegeben, meinem Herrn Bruder den Sinn für Höheres beizubringen. Aber für das hat ja dein Vater kein Verständnis. Ich habe überhaupt das Gefühl, dass er mich für ein notwendiges Übel anschaut. Aber Tante, wie kannst denn sowas sagen? Was sollten wir denn ohne dich anfangen? Ja, ja, Gusti. Ja, hätte ich bei euch nicht Mutterstelle vertreten, dann wäre ich wohl längst wieder verheiratet. Mit dem Rembold, gell? Was? Wie kommst du denn auf den? Aber Tante, das ist doch so ein glühender Verehrer von dir. Ich bitte dich, Kind. Ein Metzgermeister. Ja, gern haben musst du natürlich. Wenn ich einen gern hab, heirate ich sofort. Du bist jetzt 19, gell? Und du denkst noch gar nicht ans Heiraten, verstanden? Und weil meine Schwester, die Clara, ein paar Jahre älter ist, darf schon einen Haufen Verehrer haben, was? Na, als ernsthafter Bewerber für deine Schwester kommt ja wohl bloß einer in Betracht. Der Herr Dr. Fink. Der Herr Hofbeamte. Mein Geschmack wäre er ja nicht. Glaubst du denn, dass der dem Papa recht ist? Der lackierte Duld auf? Kind. Was sind denn das für Ausdrücke? Wie haut's ja um? Jetzt kommt der Horn, der Meister. Na, dann ist ja gut. Na, das ist nicht gut. Ich konnte mein Geburtstagsversel noch nicht. Dem lieben Geburtstagskinde zum frohen Wiegenfeste, das. Und schon weiß ich nicht mehr weiter. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du diese Verse nicht in deinen schwachen Kopf reinbringst. Nein, bringe die schon, aber nicht mehr raus. Der Papa wird dich schon nicht gleich fressen. Fressen nicht, aber ein Watschen kriege, wenn ich stecken bleib. Die wirst auch aushalten. Ja, ich hab schon so viele Watschen ausgehalten, dass ich die Geburtstagswatschen auch noch überstehe. Ich bin nämlich hart im Nimmer. Der arme Kerl, tut mir leid. Ob mir das Lerner auch einmal so schwer fällt, wenn ich zur Bühne gehe? Du wirst doch wohl nicht im Ernst glauben, dass da jemals was draus werden kann. Das wird dein Vater nie zugeben. Ah, ihr habt's ja schon deckt. Ich bring mir Fleckfall. Endlich, Clara, da bist ja. Ha, bin schon sehr aufgeregt. Warum denn, Tante? Der Zürich ist doch noch gar nicht da. Herr Dr. Fink ist als Beamter an Pünktlichkeit gewöhnt. Naja, eine gute Eigenschaft hat ja schließlich jeder Mensch. Herr Fink dürfte noch mehr gute Eigenschaften haben. Und er liebt dich. Ja, er behauptet's wenigstens. Wer weiß, ob er überhaupt Heiratsabsichten hat? Na, diese Absicht haben die Männer selten und werden trotzdem geheiratet. Mein verblichener Seliger. Der Herr Oberinspektor. Ja, der hätte auch nie das entscheidende Wort gesprochen, wenn mich nicht im rechten Augenblick eine Ohnmacht in seine Arme geführt hätte. Im entscheidenden Augenblick. Darauf kommt's an. Verstehst? Das mit der Ohnmacht muss ich auch einmal ausprobieren. Geh, du Kindskopf. Was warst denn du schon von der Liebe? Mehr als du ahnst. Für mich schwärmt das ganze Ludwigsgymnasium. Aber ich mach mir ja nichts draus. Für mich gibt's überhaupt nur einen Mann. So, wer ist denn der Glückliche? Der neue Tenor vom Gärtnertheater. Ich sag dir's, Clara, der Mann ist einfach himmlisch. Aha, und deshalb willst du zum Theater. Wer ist das? Du, das ist vielleicht schon der Fink. So, sag doch herein. Herein. Entschuldigen Sie die Störung, meine Damen. Ja, so, der Herr Hackel. Grüß Gott. Grüß Gott. Aha, die hohe Polizei. Nur die Ruhe bewahren, kein Grund zur Aufregung. Respekt, da haben Sie es aber gemütlich herin. Da sieht man halt gleich, dass zarte Frauenhände regieren. So was fällt bei mir daheim. Unsere Tante können wir aber leider nicht abgeben. Wieso Tante? Weil es die Tante so gemütlich gemacht hat, da herin. Ja, nur die Tante interessiert mich eigentlich weniger. Fein, Clara, Sie schauen halt wieder aus wie ein Pfingströser. Wenn ich einer so anschaue, dann kenne ich erst, was mir fehlt. Aber Herr Hake, Sie haben doch Ihre Hausfrau, Frau Brömeisel. Die sorgt doch für Sie. Bitte schön, Fräulein Clara, erinnern Sie mich nicht an meinen Hausdrachen. Wenn ich den in der Früh am Nüchternmorgen anschaue, dann schmeckt mir den ganzen Tag das Bier nicht mehr. Na, sehen Sie es wohl recht selten, Ihre Hausfrau. Wieso? Na ja, Sie gehen ja noch nicht gerade ungern ins Wirtshaus, habe ich mir sagen lassen. Mei, als Jungser ist man halt aufs Wirtshaus angewiesen, nicht? Ah, es wäre halt ganz was anderes, wenn ich meine eigene Häuslichkeit hätte. Als Polizeioberwachmeister könnte ich mir das schon leisten. Meinen Sie nicht auch, Frau Clara? Warum denn nicht? Sie sind ja nun die Besten, ja. Da haben Sie recht. Und gesund.
kerngesund und stabil. Durch und durch stabil. Herr Hackl, sagen Sie mal, was führt Sie eigentlich zu uns? Ja, so. Leider eine dienstliche Angelegenheit. Ist der Herr Weinzierl nicht da? Doch, der muss jeden Augenblick kommen. Was wollen Sie denn von ihm? Ja, es handelt sich um eine kurze Vernehmung. Ah, da kommen Sie aber heute recht ungelegen. Der Vater hat nämlich Geburtstag. Ja, ich weiß, wir haben ja gestern am Stammtisch schon ein bisschen nass gefeiert. Aha. Ja, ich hätte ihn ja heute lieber nicht belästigt. Aber Dienst ist Dienst. Axel, wenn du zusammenkommen kannst, das beste Laden zu. Wir machen einen ein bisschen früher Feierabend. Ja. Grüß Gott, Hackl. Was wollen denn Sie bei mir? Also vorerst einmal meinen herzlichsten Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute, Herr Weinzierl. Dankeschön. Das ist ja eine besondere Ehre, wenn sogar die Polizei zum Gratulieren kommt. Ja, aber ich habe leider auch was Dienstliches für Erna. Was Dienstliches? Mhm. Ja, verschwindet ihr zwei. Ihr müsst nicht überall dabei sein. Oh, komm, Clara, die Herren wollen allein sein. Ja, ja, wenn es auch dienstlich ist, wie wär's mit dem Hinsitzen? Was? Hinsitzen. Ach so, ja. Ja. Also, Hackl, was ist los? Oh. Also, es ist eine Anzeige gegen Sie erstattet worden. Wegen nächtlicher Ruhestörung, Beleidigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Gegen mich? Mhm. Ja, von wem denn? Die verwitwete Juliane Schiebel, Realitätenbesitzerin am Altheimer Eck, gibt an... Moment einmal, die Witwe kenne ich ja gar nicht. Gibt an, dass in der Nacht vom 15. auf 16. Juli... Gestern? Ja, der ihr persönlich bekannte Bäckermeister Weinzierl mit zwei oder drei Kumpanen... Kumpane, so eine Frechheit. ...vor ihrem Hause gegrölt und ungebührlichen Lärm vollführt und danach auch noch ihre Notdurft verrichtet haben. Ihre Aufforderung zur Ruhe wurde von einem der Betrunkenen mit einer beleidigenden Einladung betreff Kehrseite beantwortet. Wo ist Kehrseite? Ja, der Ausspruch stammt zwar von Goethe, aber ich kann ihn trotzdem nicht gut einschreiben in mein amtliches Protokoll. Ach so, ja, kann man schon denken. Jetzt sagen Sie mir einmal, wer alles gestern dabei war, wie Sie heimgegangen sind. Ja, Moment einmal, da muss ich mich besinnen. Also da war einmal der Fink. Der Fink? Ja, der kommt als königlicher Hofbeamter ganz bestimmt in dem Frage. Wer war nachher außerdem noch dabei? Sie selber. Ich? Ich selber? Ja, wissen Sie das gewiss? Ja, freilich. Sie waren auch ein Kumpan. Dann noch der Rimbold. Der Rimbold? Ja, sagen Sie mal, wissen Sie denn gar nichts mehr? Nein, war doch gestern außer Dienst, da ist der Alkohol nicht verboten. Aha. Und der Fetzen rausscheint's auch nicht. Was macht man denn, was macht man denn? Ah, ich werde doch erst einmal mit der Witwe reden, vielleicht nimmt sie die Anzeige zurück. Von mir aus tut's was mag, das ist mir wurscht. Ja, mir nicht. Wäre mir schon recht zuwider, wenn sie hängen bleiben. Schon wegen dem Fräulein Clara. Was hat denn die Clara damit zu tun? Keine Chance. Aber ein Oberwachtmeister hat halt auch Privatgefühle, nicht wahr? So. Hm? Ja, also Ihre Privatgefühle in allen Ehren, mein lieber Hackl. Aber wenn Sie ein bisschen einen Grips im Hirn haben, dann müssen Sie doch wissen, was gestern am Stammtisch los war. Was gestern am Stammtisch los war? Ja, da kann ich natürlich die Clara gar nicht mehr interessieren. Also ich erinnere mich an rein gar nichts mehr. Aber ich kann mir nicht denken, was der Stammtisch mit meinen Privatgefühlen jetzt da hat. Nee. Mm-mm. So, ich bin fertig, Meister. Mhm. Ist das denn ein Lehrbuhr? Ja. Den habe ich da schon öfters gesehen. Ich bin's fein nicht gewesen, Herr Schutzmann. Ich bin gerade zufällig dabei gestanden. So. Wer war's denn nachher? Der Wanninger Schorschi. Der hat die Scheiben zusammengeschmissen. Aha. Wo wohnt denn der? Im Rotterer Gasslauf, Nummer 4. Mhm. Was denn du überall dabei sein, du Lausbrot, du Mistiger? Ja, ich hab da bloß zugeschaut, weil's Reiber und Schande gespielt haben. So. Ich weiß schon mal fürs Leben, dass du das weißt. Ja, ja. So kommt alles auf. Ich hätte nämlich gar nichts gewusst davon, wenn du mir's nicht eingestanden hättest. Also, Herr Weinzierl, es denken Sie mal nach, ob Ihnen betreff Götz-Zitat nichts Näheres einfällt. Dass ich und der Herr Fink als Beamte nicht in Frage kommen, werden Sie ja einsehen. Meinen Sie? Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen Geburtstag. Für den Herr Weinzierl. Habe ich Ihre Hackl. Mei, war ich eigentlich. Mei, war ich ein Depp. Ja, also, wenn man was anstellt, gell, dann muss man dafür einstehen. Ja, das tue ich da. Aber warum musst du denn den Spessel verraten? Für so dumm darf er es mich nicht halten, Meister.
Erstens wohnt der Schorschi gar nicht im Hotteragassel, sondern in der Damenstiftstraße. Und zweitens war es nicht er, sondern ich. Bist bei ein sauberes Frichterl. Liegt der die Polizei an? Naja, die Watschen hast du fürs nächste Mal gut. Sag einmal, hast du aufgeräumt und den Laden zugesperrt? Ja, freilich. Und da schau ich lieber selber noch. Aber geh, Meister, dass wir nicht drauf vergessen. Was denn? Dass ich die nächste Watschen schon gekriegt hab. Aber dann puste. Was willst du, Maxel? Psch. Ja. Wann ist denn der gekommen? Gestern oder vorgestern. Ich hab ihn ganz vergessen gehabt. Das ist ja allerhand, Maxel. Das macht doch nichts. Er war ja gerade vorhin schon wieder da. Und? Der hat sich gewundert, dass ich ihm noch keine Antwort gegeben habe. Start, der Meister kommt. Herrschaftszeiten. Wenn mir bloß besinnen kommt, was gestern auf die Nacht alles passiert ist, dann wollte ich mir ich. Ah! Blutshaarwurzel, Vater, du sollst dich doch umziehen. Die Tante ist schon ganz nervös. Die redet schon wieder den ganzen Tag Hochdeutsch. Ja, wahrscheinlich beruhigt sie sich erst, wenn du einmal unter der Hand bist. Nein, kannst du es denn gar nicht erwarten, bis du mich losbringst. Seit wann kommst du denn auf mich an? Ihr habt sie doch für heute eingeladen, an Herrn Fink. Und deswegen habe ich gestern alles gleich in Ordnung gebracht. Was heißt denn in Ordnung? Na ja, ich habe ihn gestern mitgenommen an meinen Stammtisch und dort ein Wort das andere gegeben. Und dann haben wir die... dann haben wir die gleich verlobt. Verlobt? Vater, das ist doch nicht der Ernst. Ja, warum denn nicht? Ich hab gedacht, ich mach dir eine Freude damit. Und vor alle Leute hast du darüber geredet? Warum? Das ist doch nichts Unrechts. Da waren ja bloß ein paar Stammgäste da. Und dann haben wir die Verlobung gleich richtig gefeiert. Der Hugo, der war ganz schön blau. Mein Hugo. Und sowas, wo ihr Mann seid, der hat nicht einmal so viel Courage gehabt, dass er mich selber fragt. Am Biertisch hat er mich ausgehandelt. Ja, mei, wenn's du nicht willst, ich zwing dich nicht. Ich bin ja kein Rabenvater. Ah, jetzt? Soll ich halt die Tante heiraten? Diesmal beim Urkling mit dem königlichen Hofbeamten. Vater, denk doch bloß an das Gerät, das es geben darf, wenn die sogenannte Verlobung zurückgeht. Die Blamage! Du, warte ein bisschen. Ich zieh mich schnell um. Herein! Stefan, Clara? Ah, Sie sind glücklich. Ich bin wohl der Erste. Ja? Dann muss mein Bruder wieder einmal vorgehen. Ja, hoffentlich kommen die anderen auch bald. Warum? Wer soll denn alles kommen? Ja, ihr Vater hat doch den ganzen Stammtisch eingeladen. Was? Ja, vielleicht erinnert er sich heute gar nicht mehr dran. Ja, das glaube ich auch, sonst hätte er doch aber auch gesagt. Ja, ich wollte zuerst gar nicht hergehen, weil ich so eine Wut im Bauch habe, gell? Aber zum Gratulieren muss ich doch kommen. Nicht, dass ich gleich mal schenke, keiner hat keinen Anstand. Ich wünsche Ihnen also recht viel Glück, Frau Clara. Sie werden es brauchen können. Ja, wieso denn mir? Der Vater hat doch Geburtstag. Na, ich gratuliere doch gerne zur Verlobung. Also ist das wirklich wahr? Ja, da möchte ich nur fragen auch. Übrigens, seine Bräutigam hat gestern für ein Mordsglück gehabt. Wieso denn? Also, er mein Bierschlägel nicht aufgefallen ist auf seinen königlichen Jantenkürbis. Tja, aber warum denn? Dass jetzt sie gar keinen anderen gefunden haben, wie ausgerechnet den. Der Kerl ist ja nur dazu ein Preis. Dafür kann er nichts. Mhm. Und einen ganz hinterfotzigen Charakter hat er auch, das ist bewiesen. Ja, wieso? Da stellen Sie sich doch vor. Mag sich er gestern nicht bei meinem Wirt beschweren, ich hätte ihm schlecht eingeschenkt. Jetzt frage ich Sie. Tut das ein anständiger Mensch? Naja, also, das war wirklich nicht schön von ihm. Von was soll ich denn ein Schenken erleben, wenn er noch gut einschenken soll, das, nicht? Jetzt soll ich gestern zwei die drauf, da war ich schnell pleite. Tja, na, da hat ich mir halt einen anderen Beruf suchen. Naja, ich hab ja vorgehabt, dass ich mich selbstständig mache. Warum? Wollen Sie eine Wirtschaft pachten? Wieso pachten? Kaufen möchte ich ein Geschäft. Glauben Sie, ich möchte meinen Lebtag lang bloß für andere Leute arbeiten? Ja, aber haben Sie so viel Geld? Na, schauen Sie, ich bin jetzt 10 Jahre Schenkener, da bringt man schon was auf Zeit. Dass so viel draufzahlen müssen. Das war ein trauriger Schinkener, der mit dem Draufzahlen nichts verdient. Sie, haben Sie das Geschäft schon Aussicht? Ja, Aussicht schon, aber seit gestern habe ich keine rechte Freude mehr dran. Seit gestern? Na ja, schauen Sie zu so einem Geschäft, da gehört doch eine Wirtin, nicht? Frau Clara, wie Sie das erste Mal bei mir am Schankfenster waren, da habe ich gleich gewusst, wie meine Wirtin einmal ausschauen müsste. Warum sagen Sie mir das jetzt? Na, wenn es auch nichts mehr nützt, aber Sie sollen es doch wissen. Sie waren aber so nett und so freundlich zu mir. Gar nicht ein bisschen stolz, dass ich direkt gemeint habe, es... Kann doch mal was werden mit uns zwei.
Jetzt ist meine ganze Hoffnung beim Teufel. Warum haben Sie denn früher nicht einmal was gesagt? Weil er Hirsch war. Wenn ich gewiss wüsste, dass Sie ihr Glück finden, dann würde ich mir ja zufrieden geben. Ich will ja nichts anderes, als dass es Ihnen gut geht, aber dass das ausgerechnet dieser Herr Fink sein muss, das begreife ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ich kann doch gar nicht mehr zurück. Wenn ich mit der blöden Stammtischverlobung nicht ins Gerät kommen will, dann muss ich ihn doch heiraten. Ob ich will oder nicht. Ja, Freund Clara, Sie brauchen mir doch bloß ein Wort sagen und Sie sind sofort Witwe. Jetzt nicht fort, Clara, jetzt ist alles aus. Was ist aus? Mit dem Vater bin ich fertig. Hast du ihn gefragt wegen dem Theater? Was hat er gesagt? Ich hätte kein Talent, aber ich werde es ihm beweisen, dass ich eins habe. Die Augen werden ihm übergehen und der Tante auch. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich mit denen noch verkehre, wenn ich eine große Schauspielerin bin. Mich auslachen. Gusti, sei doch gescheit. So gescheit wie du bin ich schon lang. Heirat du meinetwegen deinen königlichen Federfuchser. Und euren Geburtstag mitsamt eurer Verlobung könnt's ohne mich feiern. Habt's mir gern alle miteinander. Für Gott mit Rosenwasser. Was sagen Sie jetzt zu so einem Dickschädel? Ja, na, Fräulein Schwester hat ganz vernünftige Ansichten. Also mit dem königlichen Federfuchser. Du hast bestimmt nicht unrecht. Der passt nicht zu einer. Glauben Sie mir's doch, Freund Clara. Oh, entschuldigen Sie tausendmal, dass wir Sie warten. Ach so. Ich brauche ja nicht entschuldigen. Freund Clara hat mir eine Gesellschaft geleistet. Wir haben uns ganz nett unterhalten, ganz Freund Clara. Ah, da schau her, der Ludwig. Ja, das ist schön, dass Sie gekommen sind. Da wird's wenigstens nicht ganz so langweilig. Ja. Gratuliere Ihnen recht herzlich. Dankeschön. Vielleicht kommt der Rembold auch noch, geht's vielleicht. Erzähl mal, Tarock zusammen. Ist mal was. Ja. Willst du mir deinen Besuch nicht vorstellen, Alois? Ach so, ihr kennt's euch noch nicht. Also, das ist der Ludwig, unser Schenkkenner vom Fauerbrei. Wagenbauer, Ludwig, mein Name. Angenehm. Freut mich, Herr Wagenbauer. Ihr Besuch hat mich noch etwas überrascht. Naja, das macht nichts, da kommen ja noch mehr. Was? Ja. Wer rein? Guten Tag. Ich habe mir erlaubt, von Ihrer freundlichen Einladung Gebrauch zu machen. Lieber Herr Dr. Fink, wie pünktlich. Wir sind alle erfreut über Ihren lieben Besuch. Alle kommen eigentlich nicht zum. Ich schätze mich glücklich, Frau, dass Sie mir gestatten, im Kreise Ihrer werten Familie weilen zu dürfen. Fräulein Clara, darf ich mir erlauben, Ihnen diesen bescheidenen Blumenstrauß als Zeichen meiner tiefen Verehrung und Ergebenheit zu überreichen? Ja. Dankeschön, Herr Fink. Die herrlichen Blumen, Clara. Und wie sie duften. Am Fink, du alle am Markt kriegt nur noch mal 50 einen ganzen Arm voll von dem Grünzeug. Ja, wollen wir nicht Platz nehmen, bitte, Herr Doktor. Ich möchte lieber warten, bis sich dieser Herr da verabschiedet hat. Hm? Verabschieden? Ja, wieso denn? Der ist ja gerade erst gekommen. Zufällig bin ich nämlich auch hier eingeladen, wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Vogel. Was will denn dieser Mensch? Was habt's denn? Du hast doch nicht so fremd. Sie werden doch einen Ludwig kennen, unseren Schenkkenner. Schenkkellner zählen nicht zu meinem persönlichen Bekanntenkreis. Hätte ich eine Ahnung gehabt, dass Sie bereits Besuch haben, hätte ich einen günstigeren Zeitpunkt abgewartet. Sie bin einer Fall, was nicht passt, brauchen Sie mir das bloß sagen, gell? Ich verrate Ihnen dann schon meine Handschuhnummer. Jetzt ist das nicht so giftig, Ludwig. So war. Clara, bring einmal einen Kaffee. Ja. Wenn unsere Gäste gleich friedlicher werden, kommen Sie jetzt, setzen Sie nachher dazu. Ja. Bitte, Herr Doktor, bitte sehr, bitte schön. Wenn Sie vielleicht hier Platz nehmen wollen. Sagen Sie mal, Herr Fink, wir sind doch gestern miteinander heimgegangen. Können Sie sich erinnern, dass da irgendwas gegeben hat am Altheimer Eck? Gegeben? Nicht, dass ich wüsste. Wenn Sie den fragen, werden Sie kaum eine Auskunft kriegen. Ich habe gestern einen Kanonenrausch gehabt, dass alle Lichter ausgegangen sind. Ich meine, ich bin ja einiges gewöhnt in meinem Beruf, gell? Aber so ein besoffenes Wagscheidel wie den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nur keine Übertreibung, bitte. Ja, ich gebe zu, dass ich etwas angeheitert war. Angeheitert? Sagen Sie ruhig, stopp, besoffen. Ja, na, greift's zu und geniert's euch nicht. Bitte, Herr Doktor. Clara wird Sie bedienen. Sie werden sicher was Besseres gewöhnt sein, Herr Fink. Aber Fräulein Clara, was Sie mir kredenzen, kann ja nur das Beste sein. Bringen Sie noch. Der Kaffee wird ja noch ganz gut da. Auf einer gestrigen Häpfenauf. Häpfenauf? Ihre Meinung interessiert uns nicht. Überhaupt finde ich Ihre despektierlichen Anspielungen reichlich anmaßend. Aber geh, ein gesunder Rausch. Ist du noch locker schon? Du musst das ja wissen, Vater.
Für meine gestrige Entgleisung habe ich nur eine Entschuldigung und das sind Sie, Fräulein Clara. Ich war in einer solchen glücklichen Stimmung, als ich das Ja-Wort Ihres Herrn Vaters hatte. Aber Sie wollen doch nicht den Vater heiraten, sondern mich. Glauben Sie denn wirklich, dass das Breustübel der geeignete Ort ist für so eine Unterredung? Hey, jetzt hört's mal auf mit dem Schmarrn. Ihr feiert Geburtstag und macht meine Ruhe. Ihr Herr Vater ließ mich hoffen und auch Ihre Frau Tante ermunterte mich. Ja, ja, und ich wäre überhaupt nicht gefragt. Aber im Gegenteil, Fräulein Clara. Von Ihrer Antwort hängt ja mein ganzes Lebensglück ab. Fräulein Clara, ich bitte Sie um Ihre Hand. Samtin, Bresel. Sagen Sie ja und ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ach, wie zart und poetisch. Clara, ich fühle mit dir. Amelie, ist bald schon weit. Jesus, das habe ich ja ganz vergessen. Mein lieber Bruder, eine kleine Überraschung für dich, Herr Dr. Fink. War so freundlich, zu deinem Geburtstag einige Verse zu dichten. Was? Dichten der dran? Bleib schon, dass der nicht normal ist. Dieser Lehrbub da scheint mir aber nicht der geeignete Interpret für meine Verse zu sein. Nee, es macht nichts. Ich weiß ja, was gemeint ist. Also, magst du voran, hast du das bald überstanden? Ja, geh ein bisschen näher her zu mir. Nein, lieber nicht. Aber geh, Master, Sie wissen schon noch. Was denn? Dass ich die nächste Watsche schon hab. Ich tue dir doch nichts, was du so blockt hast für mich. Also, jetzt fang an. Dem lieben Geburtstagskinde zum frohen Wiegenfeste, das... No, weiter, Matzl. Dem lieben Geburtstagskinde... Ja, dass ich Geburtstag hab, das hast du mir schon zweimal gesagt. Herein! Gut sei Dank. Grüß dich nachher, alter Schwed. Sauber, grüß dich. Da bringe ich dir seitens Treppfall zum Geburtstag. Das wird dir lieber sein, als wenn ich dir recht geschwollen gratuliere. So ist recht lang leben und gesund bleiben, Bäcker Daschi. Danke schön, Sauber. Das werden wir noch gleich probieren. Warte, probieren wir's. Ja, und die Frau Tanz schaut wieder aus. Wie aus dem Schachtel raus. Ei. Es ist ein Jammer, dass nicht auf mich hören. Sie waren direkt schaffen für eine richtige Schweinmetzgerin. Oh, das haben Sie mir jetzt schon so oft gesagt, dass ich es bald wirklich glauben muss. Na, du Bierpanzen schon leer. Bist du auch da? Freilich. Dann waren wir alle beieinander. Zu einem zünftigen Tarock. Ja, die ist diese ja. Idee. Jetzt weiß ich, was mir die ganze Zeit abgegangen ist. Sitzt da gleich da. Ja, Freilich. Gehen wir gleich rüber, da ist er viel zünftiger. Das sind ja entsetzliche Menschen. Ich kann Ihren Vater nicht verstehen, dass sich solche Plebejer ins Haus lädt. Herr Doktor, erklären Sie sich. Die Herren sind jetzt mit Ihren Karten beschäftigt. Ludwig, Sie gehen. Fräulein Clara, auf diesen Augenblick habe ich sehnlichst gewartet. Wollen Sie mir nicht Ihre Hand geben? Na, was ist denn, Ludwig? Was schenken Sie da, Antonie? Jetzt mischen Sie doch. Ja, den da drüben mische ich jetzt dann auf. Nimm diesen Ring, liebe Clara. Endlich darf ich dich meine geliebte Braut nennen. Aber mein Liebling, sag Hugo zu mir. Jetzt der Wirf ihn dann. Was? Ich spiel. Ja, was ist, kann ich jetzt nicht bald anfangen. Dem lieben Geburtstagskinde zum frohen Wiegenfeste. Halt doch dein Schnabel, du Lassbuhr. Ich will von dem Geburtstag jetzt nichts mehr hören. Gott sei Dank, da kann mir nichts mehr passieren. Also, was sticht? Schön.
wäre es aber doch bald an der Zeit, dass man den Termin für die Hochzeit festsetzt. Pressiert nicht so. Also. Hast du noch nicht bemerkt, dass der Hugo in letzter Zeit auffallend zurückhaltend ist? Von mir aus. Vielleicht ist er verletzt, weil die Clara immer wieder Bedenken hat. Wenn ich den Hugo heiraten müsste, ging's mir nicht anders. Du hast eben ein Vorurteil gegen ihn, weil er besseren Kreisen angehört. Ja, warum hat er sich nach seiner Braut nicht aus die besseren Kreise gesucht? Ja, das beweist halt seine Liebe zur Clara. Nein, das beweist, dass er sich genau nach unseren Vermögensverhältnissen erkundigt hat. Wenn er bloß wegen dem Geld hinter der Clara her ist, tut man das Mädel heute schon leid. Das ist ja lächerlich. Wenn eins von deinen Kindern Anlass zur Sorge gibt, so ist es die Gusti. Die Gusti? Was willst du denn damit sagen? Alois, ich fürchte, sie hat ein Verhältnis. Die Gusti? Ein Verhältnis? Okay, da müsst ihr doch auch was davon wissen. Herein! Grüß dich, Alisi. Ja, grüß dich, Saferl. Ja, da schaust, dass ich zu dir komme. Ja. Ja, und die Frau Amelie. Werd wie jünger und sauberer. Ach, da ging es zu. Na, ganz gewiss, glaubst du was? Wenn ich eine Zeit lang nicht gesehen habe, dann geht mir direkt was ab. Sie bringen mich ja in Verlegenheit. Ja, Sie mich schon auch. Ja, Sie haben sicher mit meinem Bruder zu sprechen. Deswegen können Sie ruhig da bleiben. Ich will Ihnen ganz bestimmt nicht vertreiben. Nein, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tete. Tete, alter Depp. Apropos alter Depp. Du sag einmal, warum kommst du nicht mehr ins Preisstüberl? Das weißt du ganz genau. Wegen der Anzeige. Ich kann die Frotzelei nicht vertragen. Geht zu, du wirst doch wegen der damischen Witwe kein Kopfzerbrechen machen. Das wäre ja die Mühe gar nicht wert. Ja, du hast leicht lachen. Und wenn die ganze Geschichte an mir hängen bleibt? Du warst schon dumm. Warum soll sie gerade an dir hängen bleiben? Wenn's nicht rauskommt, wer es gewesen ist, bin ich der Einzige, den die kennt hat. Und wenn wir uns drauf gesinnen könnten, wer es war? Wir sind mich schon seit 4 Wochen. Komm doch nicht drauf. Aber ich? Mir fällt's ganz deutlich ein, dass der Fink gewesen ist. Dein künftiger Schwiegersohn. Ach, geh herauf. Das glaube ich nicht. Glaub mir's alle, sie. Ganz fest musst du's glauben. Weil dann glauben's nämlich die anderen auch. Verstehst du? Und wenn's der Fink war, verstehst du mich? Dann kannst das du ja nicht gewesen sein. Hast du mich jetzt? Jetzt höre ich dich eh. Was wir zwei eisern behaupten, das müssen uns die anderen glauben. Ja, jetzt verstehe ich dich. Und wenn uns wir zwei richtig zinnen, dann fehlt sie nichts mehr. Ja, Xaverl, das vergiss ich dir nie. Ja, du kannst mir aber auch gefallen da. Ja, gern. Es ist wegen deiner Schwester, der Amelie, weißt du? Oh je. Da werde ich weniger ausrichten. Du lässt dich von mir nichts einreden. Sollst du ja gar nicht. Du sollst mir nur eine Gelegenheit verschaffen, dass ich allein mit ihr reden kann. Hast du mich? Eine Gelegenheit? Mhm. Uh-huh. Ja, die Gelegenheit kannst du gleich haben. Wirklich? Ja. Amelie, geh mal rein. Ja? Also geh, beim Fink, da bleibt's. Ja, nichts anderes, der hat's nicht besser verdient. Eine anständige Witwe beleidigt man nicht. Sowas gleich gestraft. Ja. Sonst meinen die Herren Beamten, sie können sich alles erlauben. Ja. Was wünschen denn die Herren? Xaverl hat mit dir was zum Reden. Ach, und das ist so lächerlich. Nein, wir haben über ganz was anderes lachen müssen, Frau Amelie. So? Ja. Amelie, glaub mir's, der Xaverl meint's ernst. Komm, besser find's nimmer. Ja. Das ist gar nicht so leicht, gell? Also, auslachen dürfen sie mich vielleicht nicht, gell? Bestimmt nicht. Ne? Aber nimm es doch Platz. Ja, ich bin so frei. Ja, ich weiß es selber, gell. Das Reden, das ist nicht meine Stärken. Wissen Sie, ich bin ein guter Schweinmetzger, aber auf Süßholzrasch bin da, verstehe ich mich gar nicht recht. Ja, ich nehme doch nicht an, dass Sie mir eine Liebeserklärung machen wollen. Nehmen Sie es ruhig an, dann haben Sie nicht weiter nebengeschossen. Ich weiß schon, es passt Sie nicht recht für einen Mann in meinem Alter, wenn er von der Lier brät. Aber dass mein Geschäft der Goldkrum ist, das werden Sie ja wissen, nicht? Aber natürlich. Schauen Sie, ich könnte mich schon längst zur Ruhe setzen. Nicht, und von meinen Zinsen leben. Aber als 3-Quartel-Privatier, da bin ich mir noch nicht alt genug. In keiner Weise. Ne? Hä? Ja. Ja, und da haben Sie nun also ans Heiraten gedacht. Jetzt haben Sie es erraten.
Vielleicht stört's einer, weil ich eine Metzgerei hab, wo doch Sie so eine gebildete Frau sind, nicht wahr? Ich hab mich noch niemals mit einem solchen Gedanken befasst. Könnten schon aber mal riskieren. Schlecht hätten Sie es bei mir ganz gewiss nicht. Also daran besteht kein Zweifel, Herr Rimbold, Sie sind... Hä? Sie sind ein lieber Mensch. Ja? Und ich weiß, dass Sie die ehrlichsten Absichten haben. Ja, ja. Ja, es ist nur... Ich weiß nicht, ob ich mich in die veränderten Lebensverhältnisse finden könnte. Hä? Ja, mein Seliger war immerhin Oberinspektor. Das ist ein schöner Titel. Aber dafür habe ich die Mittel. Ich verlange ja jetzt noch keine Antwort von Ihnen. Ich bin ja schon zufrieden, Frau Amalie, wenn Sie noch die Sache überhaupt einmal überlegen. Das will ich gerne tun. Ja? Sie sind ein guter Mensch, Herr Rimbold. Loben darf es mir nicht. Weil sonst wäre ich rot. Und wann darf ich kommen und mir die Antwort abholen? Kommen Sie morgen. Bis dahin werde ich Klarheit gefunden haben. Na ja, dann warten wir halt nur bis morgen, gell? Aber heute Nacht, da wäre ich sehr unruhig schlafen, Frau Amalie. Na, vielleicht kann Ihnen ein guter Dämmerschuppen über die Unruhe helfen. Ich sag ja, Sie wissen für alles seinen Rat. Bei Ihnen war ich wirklich gut aufgekommen. Grüß Gott. Hey, grüß Gott, Frau Gusti. Gusti, wo kommst denn du her? Einen Spaziergang habe ich gemacht. Da haben Sie recht, gehen Sie doch raus in die frische Luft. Sie schauen sowieso ein bisschen blass aus. Dein Vater hat mit dir reden wollen. So? Warum denn? Ja, ich möchte dann nicht mehr weiter stören. Ich hab sowieso nominale so was zu besprechen, gell? Ja, ich wollte das. Es wäre schon morgen. Ich hoffe, dass ich Sie nicht enttäuschen muss, Herr Rimbold. Hoffentlich. Lassen Sie mal wenigstens heute noch die Hoffnung. Bitte. Was will denn der Papa von mir? Da sitzt dir mal her. Ich habe es für richtig gehalten, deinem Vater einige Andeutungen zu machen. Wegen dem Wilhelm? Dass der junge Mann Wilhelm heißt, erfahre ich glaube von dir. Bis jetzt hat er es ja nicht für nötig gefunden, uns zu besuchen und sich vorzustellen. Ich habe es ihm ja schon ein paar Mal gesagt, aber er meint, das sind so altmodische Ansichten. Heutzutage macht man das nimmer. Aha, der junge Herr scheint für unmodern zu halten, was ihm unbequem ist. Er muss es doch wissen, wo aus einer so feinen Familie ist. Sein Vater ist Justizrat. So. Mhm. Ah, und trotzdem bin ich mit seinem Benehmen nicht ganz einverstanden. Er ist halt so modern, Tante. Vielleicht denkst du auch schon modern genug, dass du sogar ein lediges Kind nicht einmal mehr als Schande betrachtest. Ein Kind? Na, das darf nicht sein. Mein Gott, wenn Gusti, was hast denn? Jetzt wohn doch nicht so, du Botschel, du Dums. Mein Gott, ist denn so schlimm. Will er nichts mehr von dir wissen, hä? Du darfst nicht so gut sein zu mir, Tante. Ich bin's ja gar nicht wert. Ja, ist es denn ganz aus? Der Schuft, ich will ihn nicht mehr sehen. Gestern Abend bin ich an der Isar draußen gestanden und wollte ein End machen. Nur einen Schritt hätt's noch braucht und alles wäre vorbei gewesen. Nein. Aber ich hab's nicht können. Ich hab ja so eine Angst vorm Sterben. Ja, Gott sei Dank, dass du Angst hast. Mein Kind, wenn alle Leute sterben wollten, die unglücklich verliebt sind, dann wäre die Welt längst ausgestorben. Aber ich lass mich nicht wegwerfen, ich bin doch nicht die Nächstbeste. Gusti, du bist doch noch so jung. Später kommt schon der Richtige und dann wirst alles vergessen. Wer soll mich denn noch wollen? Tante, verstehst mich denn nicht? Für mich ist doch alles aus. Gusti. Er hätte mich ja heiraten wollen, aber sein Vater gibt's nicht zu. Der Justizrat. Aber ich sehe nicht ein, warum ich mein Unglück allein tragen soll. Ja, ja, Gusti, geh in dein Zimmer. Ich will mit deinem Vater reden. Meinst du, dass er mich fortjagt, der Vater? Aber nein, geh nur jetzt. Das werden wir dann schon sehen. Immer lieber da rein, im Laden kann man sowas schlecht besprechen. Ja. Gott, nicht, Gusti, habt ihr gestritten? Na, alles. Stell dir vor, es ist... Ja, wir sprechen später drüber. Also, Herr Renzel, ich habe die Sache aufgeschoben, solange es meine Dienstvorschriften zulassen haben. Aber jetzt muss ich die Akten weitergeben. Ja. Na, weil die Witwe auf ihrer Anzeige besteht. Das wird für gewisse Leute sehr unangenehm sein. Aber uns kann das wurscht sein, gell, Alessi?
Vielleicht probieren Sie es einmal, ob Sie die Witwe nicht zum Einlenken bewegen können. Ich? Mhm. Ja, könnte mir einfallen. Wie kommen die dazu? Ich weiß ja nicht. Aber sein Schwiegersohn in Spee. Ist der Herr Fink? Ausgeschlossen. Wir wollen denn Sie das wissen? Weil ein königlicher Hofbeamter ein solches Wort gar nicht in den Mund nimmt, verstehen Sie? Jedenfalls können uns wir zwei ganz deutlich darauf besinnen, dass der Herr Fink war. Jawohl, ganz deutlich. Das kann ich kaum glauben. Der ist doch mit der Witwe bekannt. Was? Was ist der? Ja, meine polizeilichen Beobachtungen haben einwandfrei ergeben, dass der Herr Fink schon öfters bei der besagten Witwe auf Zug gewesen ist. Jetzt sage ich nichts mehr. Können Sie das beweisen? Ja, mir ist nämlich aufgefallen, weil er jetzt meinen Blumenstrauß dabei gehabt hat, so oft ins Altheimer Eck eingegangen ist. Und so bin ich amtlicherseits der Sache nachgegangen und habe Herrn Fink im Haus der Witwe am Blumenstrauß verschwinden sehen. Aha. Ja, wer hat denn dann die Witwe auf Kirchweih geladen? Ja, jetzt gibt's nur noch eins, eine Gegenüberstellung. Ich stelle also alle Beteiligten für morgen Nachmittag um 3 Uhr da her, wenn es Ihnen recht ist, Herr Weinzierl. Ja, ja, meinetwegen. Ich möchte bloß wissen, was der Hugo mit der Witwe zu tun hat. Herein! Guten Tag. Ah, da wären ja alle Verdächtigen beieinander. So. Wie bitte? Fall Schiebel. Ich habe doch wiederholt erklärt, dass ich in dieser peinlichen Sache keine Aussage machen kann, weil ich mir an den Vorfall nicht erinnere. Aber mir? Ja. Und zwar recht deutlich. Uns ist nämlich eingefallen, dass du das warst. Oh. Ich? Ja, die Herren haben es gerade bestätigt. Naja, der Fall wird morgen Nachmittag um 3 Uhr durch eine Gegenüberstellung endgültig geklärt werden, Herr Doktor. Muss das sein? Jawohl, das muss sein. Ich werde jetzt die Witwe Schiebel amtlich vorladen. Empfehle mich den Herrn. Aber der Hackel. Für gut. Übrigens, Herr Weinzierl, vielleicht komme ich später noch mal vorbei. Privat, verstehen Sie? Privat? Ja. Ja, also noch viel gut dabei. Tete. Sehr peinliche Angelegenheit. Du kennst also die Witwe. Wie? Oder stimmt's nicht, dass du sie schon öfter besucht hast? Ich verstehe nicht recht. Ja, ich verstehe es auch nicht, aber es ist bewiesen, verstanden? So? Na ja, allerdings, ich habe Frau Schiebel Besuche gemacht, aber eigentlich nur in deinem Interesse. Ich wollte sie überreden, die Anzeige zurückzunehmen. Ah, du hast den Blumenstrauß dazu gebraucht. Ja, ich wollte alles versuchen, die Dame umzustimmen. Ja, es ist sehr unangenehm, wenn der Name meines künftigen Schwiegervaters durch einen Prozess an die Öffentlichkeit kommt. Ja, dann mach dir mal keine Sorgen, gib lieber Obacht, dass dein Name nicht blamiert wird. Unfasslich, dass ich mich so weit hätte vergessen können. Ja, wenn du mit der Witwe schon so gut bekannt bist, dann ist vielleicht am besten, du gehst zu ihr hin, gestehst dir alles ein und entschuldigst dich. Tja, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Ja, und deiner Braut willst du nicht, grüß Gott, sein. Ich wollte Clara eben zu einem Spaziergang abholen, aber nun muss ich ja wohl darauf verzichten. Ja, warum denn? Nimm sie halt mit. Aber erzähl ihr nichts davon, sonst glaubt sie nicht mehr an deine Unfehlbarkeit. Die Sache bleibt selbstverständlich unter uns nicht. Ja. Clara! Ja, Vater. Herr Ach, der Hugo. Grüß Gott. Du warst im Laden, Clara? Ja, warum? Du sollst doch Clara im Laden nicht mehr beschäftigen. Ist mir peinlich, wenn meine Braut jede Frau Müller und Huber bedient. Die Frau Müller und Huber bringen uns aber ihr Geld. Das ist aber weniger peinlich. Du wirst da noch sehr viel Mühe geben müssen, um in unseren Kreisen keinen Anstoß zu erregen. Sag mal, Hugo, warum heiratest du mich eigentlich? Also diese Frage? Ich kann dir doch nicht jeden Tag von Neuem eine Liebeserklärung machen. Warum denn nicht? Unter Brautleuten wäre doch das gar nicht so ungewöhnlich. Wie? Schau, Hugo, manchmal da zweifle ich richtig, ob du mich überhaupt gern hast. Wir haben uns eigentlich noch nie so richtig ausgesprochen. Ich wollte dich eben zu einem Spaziergang abholen, Clara. Ja, ich kann jetzt schlecht vom Geschäft weg. Doch, 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 dein Vater weiß bereits Bescheid. Also mach dich recht hübsch. Ich habe mit deinem Vater noch zu reden und warte auf dich. Frau Fink. Das kann ich mir noch nicht recht vorstellen. Was kommt denn, Clara? Ah, Sie sind's, Ludwig. Ja, ich wollte eigentlich zu Ihrem Vater. Ist der Herr Weinzierl nicht da? Doch, im Lohn ist er. Ah, ja. Ja, aber er ist im Moment nicht allein. Der Herr Fink ist gerade draußen bei ihm. So, der. Ja, na. Dann komm ich auch anders mal wieder. Warum? Warten Sie doch ein bisschen.
Oder haben Sie keine Zeit? Ja, viel nicht, wissen Sie, weil meine Braut auf mich wartet. Ihre Braut? Mhm. Sie haben eine Braut? Freilich. Oder haben Sie gemeint, ich gehe ins Kloster? Am Sonntag wollen wir uns verloben. Aha. Tja. Nachher gratuliere ich halt. Dankeschön. Darf man fragen, wer die Glückliche ist? Oder ist das nur ein Geheimnis? Sie kennen es ja so. Die Betty ist die Tochter von meinem Wirt. Die? Mhm. Ja, Ludwig, glauben Sie, dass das die richtige Frau ist für Sie? Dass ich die richtige nicht gekriegt habe, das müssen Sie ja mal am besten wissen. Und die Betty macht mir schon lange schöne Augen. Die ist froh, wenn sie mich kriegt. Also, warum soll ich die Freude nicht machen? Ja, aber Ludwig, das ist doch kein Grund zum Heiraten. Das dürfen Sie nicht tun, da wären Sie bloß unglücklich. Da brauchen Sie einer keine Sorgen machen. So, und jetzt gehe ich wieder. In der Bräutigam wird er gleich kommen. Na ja, deswegen brauchst du nicht gleich davonlaufen. Ich kann diesen Herrn nicht mehr sehen. Schauen Sie zum Beispiel heute in der Früh. Anzapft habe ich wie ein Lehrbuhr, mindestens 3 Liter sind am Boden untergelaufen. Glauben Sie mir, seit Ihrer Verlobung da regt mich jeder Stehgraben auf. Jeder hat seine Fehler, Sie ja. Ja, sicher. Aber das Mannsbild treibt meinen Blutdruck sofort auf 500. Da kann er nichts dafür, dass Sie Ihren Mund nicht rechtzeitig aufgemacht haben. Da sind Sie schon selber dran schuld. Ich werde mit dem Hugo recht glücklich werden. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Frau Clara, bitte, Sie dürfen jetzt nicht warnen, sonst flehne ich gleich mit. Wissen Sie, ich bin eine ganz friedliche Natur, aber dieser Herr Hofbeamte, der weckt in mir Instinkte. Verstehen Sie schon? Instinkte, dass ich mich oft selber nicht mehr kenne. Ja. Sie sollen es warnen aufhören, da wäre ich noch narrischer, wie ich schon bin. Warum schreien Sie mit Ihnen so? Sie, das können Sie mit Ihrer Braut machen, aber nicht mit mir. Entschuldigen Sie. Wenn ich warne, wo ich nachher warne, das ist meine Sache. Und überhaupt, ich warne ja gar nicht wegen Erna. Nicht? Meinetwegen rennen Sie rein in einer Unglück mit einem Dickschädel. Mir geht's ja Gott sei Dank nicht so. Oh, du hast Besuch, Clara. Und einigermaßen erstaunt, Sie hier zu sehen. Ich komme zum Herrn Weinzierl und nicht zu Ihnen, Herr Zeisig. Hugo, ich hole jetzt meinen Umhang und dann machen wir einen recht schönen Spaziergang, gell? Gewiss, mein Liebling. Gewiss, mein Liebling, bin ich aber schon her. Sie scheinen etwas eifersüchtig veranlagt zu sein. Ich? Auf Sie vielleicht, was? Dass ich nicht lache. Ich muss mich gerade beherrschen, weil sonst meine Instinkte wild werden. Sind Sie froh, dass ich die Gabe der Beherrschung habe, sonst darf ich Ihnen jetzt ganz was anderes sagen. Sie denken, Sie... Ah, okay. Stehkragen, Heini! Plebeier. Jetzt fort? Ja, endlich. Aber das wirst du hoffentlich einsehen, Clara, dass du mit diesen Kreisen keinen Umgang mehr pflegen kannst. Du hast recht, Hugo. Ich will den Menschen auch gar nicht mehr sehen. Dazu hast du als meine Frau sowieso keine Gelegenheit mehr. Jedenfalls kann ich zu meiner Zufriedenheit feststellen, dass deine geistige Umstellung bereits gute Fortschritte gemacht hat. Bitte, mein Liebling. Zeiten, was ist denn heute mit meinen Weibern los? Komm ich damit selber den ganzen Tag in den Laden stehen? Gemorste, das brauchst du nicht. Ich bin ja eh da. Ja. Gusti! Gusti! Meine Schwester lässt sich auch nicht sehen. Vielleicht hat es wieder mit den Nerven. Okay. Wissen Sie, Meister, die Weiber haben doch alle Augenblick was anderes. Geh, okay, magst du es nicht so vorlaut, gell? Okay? Ja, ist doch wahr. Was glauben Sie, was aus unserem Geschäft wäre, wenn wir zwar nicht waren? Ja. Hoffentlich lasst mich du nicht einmal im Stich, sonst muss ich glatt das Geschäft aufgeben. Da braucht es keine Angst, Herr Meister. Warten Sie nur, bis ich ausgelernt habe. Dann brauchen Sie überhaupt nichts mehr da. Dann mache ich alles allein. Ja. Ja, Vater? Ja, warum geht denn keins von euch in den Laden? Was ist mit dir los? Hast du kalt? Was soll denn sein? Nix? Ist denn gar so schlimm im Theater? Schau, Gusti, das geht halt nicht. Ich bin ja so unglücklich, Papa. Ja. Also, wenn's gar so arg ist, dann muss ich mir's halt nochmal überlegen. Aber jetzt gehst du ein bisschen an frische Luft nass, gell? Dass du wieder eine Farbe kriegst. Die Luft kann mir auch nicht mehr helfen. Ja, komm, jetzt machst du einen Spaziergang und kommst nicht eher zurück, als bist du wieder rote Backerl aus. Der Maxl geht dir mal in den Laden, bis die Clara kommt. Du, Maxl, hat der Vater im Laden keinen Brief gefunden? Ja, nicht, aber ich. Ich hab mir das gleiche gedacht, dass Sie den Brief verloren haben. Na, hat der Vater gar nicht gelesen? Nein, ich hab ihn da gleich weggeräumt. Was hast du denn gemacht damit? Brauch hast keine Angst am Fräulein Gusti. Ich hab ihn schon an die richtige Adresse gebracht. An was für Adresse? Na, die drum gestanden ist. Die vom Herrn Wilhelm.
Mei, Bur, was hast denn da angestellt? Den Brief hat doch der Vater finden sollen. Ja, das hab ich doch nicht wissen können. Hast du den Brief dem Wilhelm selber gegeben? Nein, den Briefkasten habe ich nicht gesteckt, wenn jemand daheim war. Das auch noch. Ich muss gleich fort, den Brief muss ich wieder kriegen, sonst gibt's ein Unglück. Wenn der Brief in unrechte Hände kommt, dann ist alles aus. Wo hast du den Freien Kuste? Geh, Max, du denkst an mich, wenn ich gestorben bin. Freilich, aber sie sterben doch nicht. Für die gut, Maxl. Die hat's auch schon mit den Nerven. Schade, dass ich nicht ein paar Jahre älter bin. Sonst hätte ich es kuriert. Herein. Guten Tag. Grüß Gott. Wollen Sie zum Meister? Wenn Sie den Herrn Weinzierl meinen, allerdings. Wir haben ja bloß den einen Meister. Gott sei Dank. Wollen Sie ihn bitte rufen? Ich bin Justizrat Dr. Stumm. Angenehm. Zeig mir einen Axel. Bitte, Lehrling. Ich will ihn gleich, Meister. Sie können einen dabei daher sitzen. Meister, nein, es ist ein besserer Herr da. Ja, was ist denn jetzt wieder los? Ein Herr ist da, einer vom Gericht. Jetzt wird er gleich kommen, der Meister. Das Gericht scheicht er nämlich. Danke, Sie können gehen. Ich gehe gleich, wenn der Meister da ist. Ich werde hier bestimmt nichts einstecken. Ja, so. An das hätte ich ja gar nicht gedacht. Bis gut. So, so ist ja der Meister. Jetzt muss ich ihn lohnen lassen, weil er am Gast ist. Schade. Justizrat Dr. Stumm. Weiß ja. Angenehm. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, das wäre aber nicht nötig gewesen, dass Sie sich selber herbemühen. Die Geschichte hätte Sie doch so abheiligen lassen. Sie wissen bereits, was mich zu Ihnen führt? Na ja, das Ganze ist halt eine besoffene Angelegenheit, nicht wahr? So? Mein Sohn ist im Allgemeinen ein sehr nüchterner Mensch. Ihr Sohn? Ja, kommen Sie nicht wegen der Witwe Schiebel. Schiebel? Nein, ich komme in eigener Sache. Das heißt, in einer Angelegenheit meines Sohnes Wilhelm. Ach so, ja, das freut mich aber. Zum Freuen besteht leider kein Anlass. Aber ich sehe, dass Sie noch vollkommen ahnungslos sind. Naja, das sind wir Väter ja meistens, wenn es sich um unsere Kinder handelt. Um unsere Kinder? Sie haben doch eine Tochter, namens Auguste. Die Gusti, ja. Es fällt mir nicht leicht, davon zu sprechen. Ich habe eben selbst erst von dem leichtsinnigen Streich der beiden jungen Menschen erfahren. Und zwar durch einen Brief Ihrer Tochter, der für meinen Sohn bestimmt war. Sir? Ich möchte betonen, dass ich die Handlungsweise meines Sohnes auf das Schärfste missbillige. Herr Justizrat, jetzt sagen Sie mal bitte klipp und klar, um was es sich handelt. Nun, die beiden sind seit einiger Zeit befreundet. Und diese Freundschaft hat intime Formen angenommen. Was? Das auch noch. Na ja, ich werde meine Gusti gleich zur Rede stellen. Das wird die Lage leider nicht mehr ändern. Ich habe den unumstößlichen Beweis in Händen, dass dieses Verhältnis nicht ohne Folgen bleiben wird. Nicht ohne Folgen? Tja, Herr Weinzierl, mit dieser Tatsache werden wir uns leider abfinden müssen. Es fragt sich nun, wie sich diese bedauerliche Affäre am besten wieder beilegen lässt. Beilegen, ja. Lass Sie denn sowas überhaupt beilegen? Nachdem eine Heirat unter gar keinen Umständen in Frage kommt, müssen wir eine andere Lösung finden. Mei Gusti. Ich bin bereit, Ihnen finanziell entgegenzukommen. Vielleicht dürfte eine einmalige und endgültige Abfindung für beide Teile am vorteilhaftesten sein. Wenn Sie mir einen annehmbaren Vorschlag machen wollen, bitte ich. Ich bin nicht kleinlich. Ja, sagen Sie mal, was wollen denn Sie mir überhaupt zahlen? Glauben denn Sie, Sie können mit Ihrem Geld das Unglück von dem Madel und die Schande aus der Welt schaffen? Ja, wenn Ihr Sohn schon keine Ehre im Leib hat, ich hab eine und ich lasse ihn nicht durch den Dreck ziehen, dass Sie es wissen. Bitte? Wie Sie wollen. Wenn Sie einen vernünftigen Vorschlag zu machen haben. Ich bin in meinem Büro zu sprechen. Bitte, hier ist meine Karte. Und Ihr sauberer Herr Sohn, was sagt denn der dazu? Ich habe ihn noch nicht gesprochen. Aber er wird München noch heute verlassen. Es ist also vollkommen sinnlos, wenn Sie versuchen wollten, ihn gegen den Willen des Vaters zu beeinflussen. Guten Tag. Als ob man sowas mit Geld gut machen könnte. Meister,
Die Gusti kann vielleicht gewiss nichts dafür. Was weißt denn du, Bur? Ich hab doch alles gehört. Hast du gehorcht? Freilich. Ich hab ja nicht wissen können, ob sie nicht vielleicht eine Hilfe brauchen. Der Justizminister hätte einen gerade so gut verhaften können. Aber verlassen Sie einen drauf. Von mir erfahrt kein Mensch was. Ja, so eine Neuigkeit spricht sich schnell rum. Machen Sie einen nichts draus, Meister. Wenn ich ausgern tot, nachher heirate ich auch so die Gusti. Nachher soll es einer probieren und soll es schief ausschauen. Du bist ein guter Kerl, Maxl, aber das verstehst du nicht. Du hast Besuch gehabt, alles? Ja, einen sehr erfreulichen Besuch. Okay, Meister. Der Gusti tut uns nichts, wenn es heimkommt. Sie kann ja nichts dafür. Das waren sicher bloß die Nerven. Ja, alles, was ist denn passiert? Du bist ja ganz verstört. War's einer von deinen Freunden? Na, das war schon einer aus den besseren Kreise. Ein sehr feiner Herr. Der war schon so fein, dass man ihm die Gemeinheit nicht mehr angesehen hat. Weißt du was, Alois? Ja, er hat mir's schonend beigebracht. Schaut, dass du nicht dabei warst. Du verkehrst doch so gern mit den feinen Leuten. Er wird die Gusti nicht heiraten. Na, mit solchen Kleinigkeiten gibt sie so ein vornehmer Kavalier nicht ab. Justizrat Dr. Stumm. Schöner Titel, gell? Sehr vornehm. Solche Leute wird ja die beugen niemals ihr Haupt. Die schauen bloß auf die anderen runter. Bloß ich werde mir bald nicht mehr auf die Straße trauen. Nicht einmal mein Stammtisch kann ich mir mehr sehen lassen. Oh, Luis, wie kannst du denn jetzt an deinen Stammtisch denken? Schau mal, seit mein Anna gestorben ist, habe ich nichts mehr gehabt, als wären meine Kinder und mein Stammtisch. Ich habe gar nicht gewusst, dass meine Welt so klein ist. Extra ein bisschen früher herkommen, Frau Oberinspektor. Denn wenn die anderen einpassieren, habe ich für meine Privatangelegenheit keine Zeit mehr. Sie machen mich neugierig, Herr Hackl. Ja, das kann ich mir denken. Die Angelegenheit ist auch äußerst wichtig. Ich möchte mich nämlich verändern. Ach, Sie wollen verreisen? Nein, heiraten. So, ein sehr vernünftiger Entschluss. Eigentlich habe ich ja auf die Fräulein Clara Absichten gehabt, aber da bin ich ja leider zu spät gekommen. Darum habe ich mich jetzt entschlossen, um die Fräulein Gusti anzuhalten. Um die Gusti? Ja, haben Sie denn mit ihr schon gesprochen? Nein, dazu habe ich noch keine Gelegenheit gehabt, aber das ist ja das Wenigste. Ich
bin Ihnen sehr dankbar, Herr Hackl, dass Sie zuerst mit mir gesprochen haben. Also, ich schätze Sie sehr, das wissen Sie. Aber ehrlich gesagt, an eine Ehe mit der Gusti ist nicht zu denken. Entschuldigen Sie, da möchte ich aber schon um nähere Aufklärung bitten, Frau Oberinspektor. Ja. Ich werde Ihnen bei Gelegenheit eine Erklärung geben. Herein! Grüß Gott, Frau Einmalli. Ich hab das Warten nicht mehr länger ausgehalten. Was wollen denn Sie schon da? Noch gar nicht drei, oder? Was haben Sie denn mit dem Blumenstrauß vor? Sie werden doch nicht die Zeugin beeinflussen wollen. Was geht denn mit den Zeugen noch? Frau Einmalli, die ganze Nacht hab ich keine Aktion gemacht. Hoffentlich mach aus der Tierquälerei bald ein Ende. Yes. So ungeduldig. Ja, ich muss wissen, wie ich dran bin. Die Aufregung hält nicht mehr länger aus. Stellen Sie sich vor, heute in der Früh habe ich das ganze Wurstbrat versalzen. So was ist mir überhaupt noch nicht passiert. Ein Schweinemetzger mit einem Blumenstrauß ist entweder lächerlich oder verdächtig. Mir ist viel verdächtiger, was Sie mit der Frau einmal jetzt reden haben. Jedenfalls was Wichtigeres ist wie Sie, weil von der Antwort mein ganzes Lebensglück abhängt. Verstehen Sie? Aha, jetzt kennen wir aus. Sie haben Absichten auf die Frau Amalie. Da sieht man wieder die Anmaßung von den Herren Beamten. Aber Herr Rempold, Sie sind im Irrtum. Aber ich sage Ihnen das eine, gell? Das da herin, das ist mein Geil. Und wer mir ins Geil kommt, mit dem mache ich kurzen Prozess. Und wenn er 10-mal Beamter ist, das sage ich Ihnen, ich, der Metzger muss der Rempold. Oh! Blumenstrauß dafür. Ich glaub, der ist sie. Den kann ich ja noch nicht mehr gut abbinden. Macht nix. Ich weiß ja, wie es gemeint ist. Ja? Aber die Steinerl da, die hebe ich mir trotzdem auf. Zum Andenken. Gell, Xaver? Was haben Sie gesagt? Xaver? Hui. Haben Sie ihn da nicht verrät? Ja, ich muss doch der Tierquälerei ein Ende machen, nicht? Ja, dann hab ich mein Wurstbrat auch nicht umsonst versalzen. Amalie, dafür muss er dir ein Puzzle geben. Ja, ja, aber doch nicht unter Polizeiaufsicht. Ach so. Genieren Sie ihn nicht, im Dienst sehe ich noch ganz andere Sachen. Ja, und dann mache ich halt meine Gratulation. Dankeschön. Dankeschön, und nichts für ungut, gell? Ist schon recht. Und wenn Sie auf meine Gegenwart der Herrin keinen besonderen Wert legen, dann warte ich dabei im Laden, bis die anderen zur Amtshandlung einpassieren. Also, Hackl, Sie werden mir immer sympathischer. Schaut, dass Sie Beamter sind. Es kann ja nicht lauter Schweine in den Metzger geben. Und für so ein junges Glück muss man doch ein Verständnis haben, nicht? Ja. Ich freue mich ganz narrisch, Amalie. Also, Hugo, du musst jetzt selber wissen, was du zu tun hast. Ja, wir wollen die Herren allein lassen. Ja. Komm, Xaver. Jawohl, Amalie. Ich hab dir nichts verheimlicht und ich entschuldige auch nichts. Tja, Sie sehen mich allerdings fassungslos, Herr Weinzierl. Ach so, wir sind wieder per Sie. Ja, dann weiß ich ja Bescheid. Sie müssen verstehen, dass Sie unter diesen Umständen bei meiner exponierten Stellung, man denkt darüber sehr streng bei Hofe. Ja, nur keine falschen Hemmungen. Es steht Ihnen völlig frei, die Verbindung zu meiner Familie aufzugeben. Danke. Bitte. Meine Herren, es ist 3 Uhr, sind wir soweit? Nur mir scheint, die Anwesenden sind noch nicht ganz vollzählig. Ja, die Anwesenden schon, bloß die Abwesenden fehlen nur. Sagen Sie mal, kommt die Witwe überhaupt? Ja, sie hat mir fest versprochen, heute Mittag zu erscheinen. Sie, das geht für nicht, dass eine Sie meine Amtshandlung einmischen. Es handelt sich um keinen Besuch, sondern um eine amtliche Vernehmung. Es handelt sich um eine Gefälligkeit der Dame, die sie uns auf meine ausdrückliche Bitte hin erweisen will. Ich möchte das festgestellt haben. Herein! Grüß Gott allerseits. Versammelt. Und die hohe Polizei ist auch schon da. Gott, Frau Schiebel. Grüß Gott. Herr Rempold, ja. Wenn Sie gar zu schwer fallen, dann kommen Sie vielleicht ein bisschen zu uns raus. Ja, ich wusste. Nee, Frau, ich bin entzückt. Ja, dazu besteht aber gar keine Veranlassung. Es handelt sich doch hier um eine amtliche Vernehmung, nicht wahr, Herr Wachtmeister? Oberwachtmeister, bitte. Ach. Sie sind also die Witwe. Mhm. Respekt. Und Sie sind der Herr Weinzierl, stimmt's? Ja, ich bin so frei, das heißt, grüß Sie noch Gott. Grüß Gott. Sagen Sie mal, wir kennen uns doch. Das ist aber nett, dass Sie sich noch erinnern. Ja, erinnern schon, wenn ich bloß wissen darf, wo ich Sie hin tun muss. So, da, sind wir schon soweit. Ah, da schon her.
Das ist an die Witwe vom Altheimer Eck. Rembold, Metzgermeister. Prima Fleisch und Wurstwaren. Führend das Haus am Platzl drunter. Bei der Vorstellung kriegt man direkt Appetit. Ich greif gar nicht, wie man so eine nette Witwe überhaupt beleidigen kann. Direkt eine Herzlosigkeit. Jawohl, das ist ganz und gar unverantwortlich. Ich brauche Ihnen ja wohl nicht zu versichern, dass ich aus dem Kreise der Verdächtigen von vornherein ausscheide. Ja, ja, das wird dann der Herr Oberwachtmeister schon feststellen. Ich habe mein Möglichstes versucht, Ihnen diese peinliche Gegenüberstellung zu ersparen. Puh, mir ist das gar nicht peinlich. Das ist mal ein bisschen eine Abwechslung in meinem eintönigen Leben. Ich wäre glücklich, wenn ich Ihnen in der Eintönigkeit Ihres Daseins Gesellschaft leisten durfte. Sie haben einen sehr tiefen Eindruck auf mich gemacht. So, das war aber bestimmt nicht meine Absicht. Bitte alle Privatgespräche zu unterlassen, indem ich jetzt mit der Amtshandlung anfange. Bitte schön, nehmen Sie alle Platz. Ja, ja. Bitte schön. Vielleicht doch. Gerne. Also, die Einvernahme der Verdächtigen hat zu keinem Ergebnis geführt, in dem kein offenes Geständnis abgelegt hat. Indizien sind keine vorhanden, also schreit dich zur Gegenüberstellung. Wissen Sie, Frau Schiebel, von uns kann sich wirklich keiner mehr erinnern. Den Blau waren wir ja alle. Ja. Aus der Gruppe der Randaliere haben Sie nur den Herrn Weinzierl einwandfrei erkannt? Ja, freilich. Der Herr Weinzierl ist doch ein alter Bekannter von mir. Hm. Wenn er sich auch jetzt nicht mehr drauf besinnen kann. Ja, ich besinne mir, wenn Sie mir noch gerade einfallen. Ich glaube, ich muss Ihrem Gedächtnis ein bisschen nachhelfen. Denken Sie doch einmal an Ihre Gesellenzeit. Da waren Sie bei meinem Vater selig. Jesus, jetzt habe ich's. Sie sind die Juli vom Brandeis. Ich habe vorhin in meine Augen gehabt. Ja, und Sie haben mich gleich wieder kennt. Ja, freilich. Wir haben da mal geschwärmt füreinander. Ja, bis ihr Vater dahinter gekommen ist. Na, was aus mit der Schwärmerei. War aber eine schöne Zeit, ja. Meine Herrschaften, bitte zur Sache. Ich mache euch jetzt einen vernünftigen Vorschlag. Wir entschuldigen uns alle miteinander. Dann wird der Kirchweihlader schon dabei sein. Da hat er recht. Frau Julia, wollen wir nicht die ganze Geschichte aus der Welt schaffen? Ja, wenn Sie es möchten, Herr Weinzierl, gern. Außerdem sind die Herren ja jetzt so nett zu mir, dass ich überzeugt bin, dass mich keiner mit Absicht beleidigen wollte. Also gut, ich nehme die Anzeige zurück. Ausgeschlossen, das geht nicht. Jetzt habe ich so einen Haufen Papier verschrieben. Was soll ich denn damit anfangen? Machen Sie einen Abreißkalender draus für hinterlistige Zwecke. Ja! Meine Herren, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ne? Derjenige, der mir diese hässliche Einladung zugerufen hat, der macht das jetzt durch eine neue Einladung zu einem vergnügten Abend wieder gut. Ja. Es ist mir ein Vergnügen, Ihnen diese Genugtuung zu geben. Sie? Was sind Sie der Schuldige? Ja, meine Verehrung für Sie gibt mir den Mut, es Ihnen einzugestehen. Sie kommen ja gar nicht in Frage. Weil Sie als königlicher Hofbeamter so einen Ausdruck gar nicht in den Mund nehmen dürfen. Aber Sie und Herr Weinzierl haben es doch selbst behauptet. Ja, und Sie haben es weggestritten. Sie kennen es ja gar nicht gewesen sein, weil Sie war. Also, Xaver, das ist schön von dir, dass du dich für mich opfern willst. Aber ich bin ein Mann, der für das einsteht, was er tut. Frau Julia, so leid es mir tut, dass ich sagen muss, ich war der Sünder. Na, meine Herren, so geht das nicht. Warum denn nicht? Ich habe schwarz auf weiß in meinem Protokoll, das von Erna Korner gewesen ist. Ein einziger ist nicht vernommen worden und das bin ich. Also, meine Herren, ich bin gerührt. Von Ihnen übertrifft einer den anderen an Edelmut. Der Hackl und mein Schwiegersohn kommen als Beamte überhaupt nicht in Frage. Ihr Schwiegersohn? Na ja, der Fink ist doch mit meiner Clara verlobt. Ach, Sie haben eine Braut? Da schau her. Und mir macht er Liebeserklärungen. Das ist interessant. Fräulein Clara war meine Braut. Aber inzwischen sind ja Umstände eingetreten, die von überhaupt... Von den Umständen haben Sie heute erst erfahren, Herr Fink. Jetzt geht mir der Licht auf, warum Sie auf einmal so konsequent sind. Ja, pfui Teufel. Ja, also Ihre Vorwürfe wären ja wohl bei Fräulein Gusti besser angebracht. So. Als Beamter sind meiner Toleranz gewisse Grenzen gesetzt. Oh. Es kann mir also niemand verwehren, Ihnen meine Verehrung zu erweisen. Da lege ich aber gar keinen besonderen Wert drauf. Ich kann nämlich einen Verehrer nicht recht ernst nehmen, der sich erst in der Nachbarschaft nach meinen Vermögensverhältnissen erkundigt. Au Backe. Jetzt hätten wir vier Schuldige und Sie nehmen die Anzeige zurück. Tja, dann ist die Sache leider erledigt. Ja, schaut, Herr Oberwachtmeister, gell? Ihre täglichen Besuche sind mir direkt zur lieben Gewohnheit geworden. Da kann man nichts machen. Aber ich möchte nur wissen, warum ich jedes Mal specken. Kein Wunder, Sie sind ja bei der Polizei.
Jetzt geh heim und zieh meine Uniform aus. Wollen Sie jetzt zur Kriminalpolizei? Ja, aber ich hab doch halt dienstfrei. Ach so. Und wenn ich es mir recht überleg, gar so zwider ist meine Hausfrau eigentlich auch nicht. Und bei der weiß ich gewiss, dass ich nicht spät komm. Ja, mir wird's jetzt auch nicht mehr brauchen, gell? Aber warum willst du schon gehen? Nein, nein, nur da nicht, zu deiner Schwester. Alice, ich glaube, es könnte nicht schon, wenn du ein paar Flaschen Shampoos geholt hast. Ich mein, wir werden's brauchen. Wirklich? Ja. Ein größere Freikunst mir gar nicht machen. Herrschaftszeiten kommt jetzt das Leben schieße. Wenn das andere mit der Gusti nicht war. Ach, kommen Sie, Sie müssen doch meine Schwester kennenlernen. Ja, gern. Ich glaube, wir zwei sind da herin einigermaßen überflüssig. Ja, ich will Sie nicht aufhalten, Herr Hackel. Aber bei der gekränkten Witwe brauchen wir uns alle zwei nicht mehr bemühen. Wissen Sie, so eine alte Jugendliebe, die hat oft ein zähes Leben. Da sind wir schon abgemeldet. Ach, ist das jetzt so schaus? Leider. Im Übrigen, Frau Clara, wenn Sie vielleicht einen neuen Hochzeiter brauchen sollten, dann merken Sie mich bitte schon vor. Dankeschön. Für gut. Für gut. Also, Hugo, du wirst mir Verschiedenes zu sagen haben. Allerdings. Da. So meinst du es doch. Es fällt dir wohl nicht besonders schwer, mir den Verlobungsring zurückzugeben? Ich will dir bloß deinen Entschluss leichter machen. Herein. Grüß Gott. Ach, da schau her, der Herr Zaunkönig. Es trifft sich gut, dass Sie gerade da sind. Meine Hausfrau, die Frau Reisberger, hat mir nämlich gerade was von einem Heiratsantrag erzählt, den Sie hier gemacht haben. Das dürfte Ihr Fräulein Braut interessieren. Das sind Sie im Irrtum, Herr Wagenbauer. Ich bin nicht mehr die Braut von diesem Herrn. Und vergessen Sie Ihren Ring nicht. Vielleicht brauchen Sie ihn bald anderweitig. Die skandalösen Familienverhältnisse in diesem Haus haben mich veranlasst, die Verlobung zu lösen. Lösen? Das hört man gern. So. Für Gott, Herr Kuckuck. Sie haben wohl die Absicht, hier als Tröster aufzutreten. Na, sicherlich sind Sie primitiv genug, hier die Rolle eines Vaters zu übernehmen. Dann werden Sie sicher mit offenen Armen empfangen. Guten Tag. Guten Tag. Was hat der jetzt da gerade gemeint? Der Lack ist gerade ein bisschen abgesprungen. Mhm. Primitiv hat er gesagt, gell? Na, war. Ludwig, wo wollen Sie denn? Also, sagen Sie mal, stimmt das mit dem Vater für ein Kind? Ja, aber... Augenblick. Halt. Halt den Ring brauche ich. Sie werden ja keinen Wert mehr drauflegen. Nein, gewiss nicht. Naja, das ist Dublé. Ludwig! Hm? Maus bloß, keine Dummheit. Nein, ich bringe ihm bloß das Ringel zurück und dann werde ich mich ein bisschen unterhalten mit dem lieben Hugo. Hoffentlich ist er in der Krankenkasse. Ludwig, sonst scheit! Ja. Was ist mit dir los? Hast du was angestellt? Wissen Sie nicht, was Fräulein Kusti ist? Nein, ich will es ja gar nicht sehen. Vielleicht sehen Sie es überhaupt nicht mehr. Wieso? Heute Mittag ist es vorgegangen. Da war es ganz auseinander. Mir hat es angeschaut, dass man gleich ganz hart über den Puppe gelaufen ist. Ja, hat es nicht gesagt, wo es hingeht? Doch, aber ich habe es nicht recht verstanden. Entweder auf die große Hesseloer Brücken oder in den kleinen Hesseloer See. Und ich will schulden. Geh, wieso denn du? Ja, ich habe da den Brief an die verkehrte Adresse gebracht. Durch das ist alles aufgekommen. Jetzt hätte noch eine Zeit lang gewartet, Kusti. Dann hätte ich es geheiratet. Geh, du dummer Kerl. Nur ich bin schuld. Du, Maxl, weißt du die Adresse von dem Studenten? Ja, freilich, ich war oft nur dort. Ja, wo wohnt er denn? In der Sendlinger Straße, auf Nummer 26. Aber der Student nutzt uns nichts mehr, wenn die Kusti da soffen ist. Maxl, der klein Hessloher See, der ist bloß einen halben Meter tief. Sondern, das war ja erledigt. Ui, was haben Sie jetzt gemacht? Ach, mit einem Ex-Bräutigam habe ich mich nur ein bisschen unterhalten. Aber ganz primitiv. Hat sich der an einen Krawattel gehalten? Naja, der hat meine Instinkte lang nur gereizt. Jetzt ist mir wohler. Ja, am Herrn Fink wahrscheinlich weniger. Seien Sie froh, dass die los sind. Na, hoffentlich hat es für ihn noch keine schlimmen Folgen. Nein, schon eher für ihn. Tja, Ja, Maxl, komm, was tust du denn da? Geh weiter, schau in Lohn. Schuld. Also, sein billiges Fangeisen habe ich ihm zurückgegeben. Jetzt ist die Verlobung also so viel wie gelöst, ne? Ja, hoffentlich haben Sie mit Ihrer Braut mehr Glück. Hä? Ich hab ja gar keine.
Was? Sie haben mir doch gesagt, dass Sie sich mit der Wirtstochter verloben wollen. Naja, sie hätte schon wollen, aber ich hab's lieber bleiben lassen. Gott sei Dank. Das war voll recht gescheit von Ihnen. Ja? Sag sie mal, weiß das der Herr Weinzierl schon von dem Kind? Ja. Ich mein, so ein kleines Kind kann ja nichts dafür, wenn der Vater ein Lump ist, ne? Freilich nicht. Meinst du, das Kind wäre der Preis? Sagen Sie mal, von was für einem Kind reden Sie eigentlich? Ja, von einem. Ich krieg doch keins. Nicht? Wer nachher? Meine Schwester, die Gusti. Was? Ja, so. Ja, dann. Ja, dann ist ja auch wieder nichts. Mit was? Mit. Wissen Sie, ich meine, wenn Sie kriegen, das Kind, nicht? Dann hätten Sie mich vielleicht eher genommen wie so, ganz ohne. Mei. Sie hätten mich trotzdem geheiratet. Sie wissen doch, dass ich einen gern hab. Ludwig, ich habe jetzt einen wichtigen Gang vor, es ist wegen der Gusti. Wollen Sie mitkommen? Du brauchst doch gar nicht fragen. Dann kommen wir's, Ludwig. Mei, bin ich froh, dass ich einen Menschen gefunden habe, auf den ich mich verlassen kann. Das können Sie auch. Eher schenke ich für 3 Quartel Masse, bevor ich einen in den Stich lasse. Ehrlich gesagt, Frau Julia, ich bin dem Zufall richtig dankbar, der uns wieder zusammengeführt hat. Glauben Sie an diesen Zufall, Herr Weinzierl? Ja, nur wenn Sie mich nicht angezeigt hätten, dann hätten wir vielleicht noch 10 Jahre aneinander vorbeilaufen. Ja, vielleicht. Ja, und das Schönste ist, das ist vielleicht gar nicht wahr. Ja, das weiß ich schon. Das wissen Sie. Hm? Ja, wer war es denn nachher? Der Herr Rembold. Ja, mich haben Sie angezeigt. Naja, vielleicht habe ich dem Zufall ein bisschen nachhelfen wollen. Auf der Straße habe ich Sie ja nicht gut ansprechen können, ne? Ach so ist das. Ja, dann habe ich ein bisschen eine Hoffnung. Auf was? Ja, dass Sie heute Abend zur Verlobung kommen. Ja, wer verlobt sich denn? Meine Schwester. Ach so. Ja, weiter traue ich mich noch nicht denken, aber es wäre ein bisschen zu viel verlangt. Aber ich nehme es als gute Vorbedeutung, wenn Sie heute Abend kommen. Sie sind immer noch der gleiche wie früher. Ja, Frau Julia, ich habe gar nicht gedacht, dass ich, alter Esel, mich noch so freuen kann. Also dann, auf Wiedersehen, Alois. Auf Wiedersehen, Julia. Herrschaftszeiten. Zum Friseur müsst ihr wieder einmal gehen. Hey, Alisi. Schaust deinen interessanten Kopf an, ne? Ja. Du bist allein? Ja, aber sie kommt wieder. Heute Abend. Wie ist es mit euch? Habt ihr euch schon besprochen, wenn ihr heiraten wollt? Hast du es so eilig, dass du mich aus dem Haus bringst? Nein, das nicht, aber es könnte sein, dass ich vielleicht einen Platz brauche. Meinst du, das wert was? Na ja. Du hast da mehr Glück als mir Verstand. Master! Ja? Die Gusti kommt. Der andere ist auch wieder dabei. Der mit seinem Gerock. Der Justizrat, was will denn der? Bitte schön, alles beherrscht dich. Dass du nicht schon von vornherein alles verdirbst. Komm mal rein. Da ist ja so gerade der ganze Familienrat versammelt. Guten Tag. Gell, Papa, da schaust du mich mitbringen. Kennen tut's euch ja schon. Allerdings, ich hatte gestern bereits das Vergnügen. Ja, das Vergnügen muss aber ganz auf Ihrer Seite gewesen sein. Bitte schön. Jetzt Platz. Ja, also ich möchte nur eins wissen. Geben Sie die Heirat zu? Diese Frage, Herr Weinzierl, hat sich bereits von selbst erledigt. Das Fräulein Gusti hat gar nicht die Absicht, meine Schwiegertochter zu werden. Die Absichten meiner Tochter sind für mich ganz Nebensache. Aber Papa, du wirst mich doch nicht zwingen wollen, dass ich einen Mann heirate, den ich nicht mag. Was soll das schon wieder heißen, den du nicht magst? Mögen schon, er ist ja so ein fabelhafter Tänzer, aber du nicht gleich heiraten. Ich glaube, es ist an der Zeit, das Missverständnis aufzuklären. Sie tun Ihrer Tochter und meinem Sohn mit Ihren Vorwürfen Unrecht. An allem war doch nur der Papa schuld. Ich soll an allem schuld sein? Ja, wieso denn? Weil du mir mein Theatertalent nicht glaubt hast und die Tante auch nicht. Und da habe ich es euch eben beweisen müssen. Das soll ich dir glauben. Aber Papa, deine Tochter soll es doch besser kennen. Ja, aber du hast doch an den Sohn von dem Herrn einen Brief geschrieben, in dem du ihn der Vaterschaft bezichtigst. Das war ein kleiner Regiefehler. Der Brief war gar nicht für meinen Sohn bestimmt. Ja, für wen nachher? Für dich? Du hättest ihn doch lesen sollen. Dann hätte ich mich nicht so anstrengen brauchen. Aber der Maxl hat ihn an die verkehrte Adresse gebracht. Ja, das kann ich doch nicht wissen, dass Sie für den Meister einen Brief schreiben, wo die Adresse vom Herrn Hüller im Turm steht. Herr Weinzierl, mein Sohn hat mir bestätigt, dass es sich tatsächlich nur um eine Tanzstundenbekanntschaft handelt. Aber dass es Ihrem Fräulein Tochter gelungen ist, mich erfahrenen Juristen hereinzulegen, das spricht doch entschieden für Ihr schauspielerisches Talent. Frau Gusti, Sie sind ein Mistviecher, aber ein Liebs. Und
Nach dieser gelungenen Probe dürfte doch eigentlich an der Eignung Ihrer Tochter kein Zweifel mehr bestehen. Sie sollten den Plänen dieser jungen Duse nicht mehr länger im Wege stehen. Ja, gern tue ich es nicht. Aber wer weiß, was diesem talentierten Kind sonst noch alles einfällt. Also, wenn schon dein Herz dran hängt, na geh halt meinetwegen zum Theater. Das ist nett von dir, Papa. Aber das Theater interessiert mich nicht mehr. Der Tenor vom Gärtner Theater ist ja schon verheiratet. Und eine Familie soll er auch schon haben. Herr Weinzel, nachdem sich unsere Familienbeziehungen als rein platonisch erwiesen haben, darf ich mich wieder verabschieden. Leben Sie wohl, kleines Fräulein. Ich glaube, Sie verstehen es, Ihren Angehörigen das Leben ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Guten Tag. Ich empfehle mich den Herrschaften. Auf Wiedersehen, Herr Schüssler. Eigentlich müsste ich dich jetzt übers Knie legen. Du hast das Rechtschaffen verdient. Aber ich bin so froh, dass ich dir nicht besser kann. Ich trage dir ja auch nichts mehr nach, Papa. So. Lass mal's gut sein. Wir haben jetzt Aufregung nur gehabt. Ah, da ist ja die Gusti. Wir haben die überall gesucht. Also was, die ganze Familie bringst du durcheinander. Was ist denn mit dem Hugo? Ja, der wird sich wahrscheinlich heute Umschläge machen. Wieso ist ihm was passiert? Nein, ich habe ihm bloß seinen Verlobungsring zurückgebracht und dann habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Und da muss er aus Versehen mit seinem Gesicht an meine Faust gestessen sein. Ah, ihr habt's Kraft. Ah, ja, mit mir nicht. Er ist bloß ein bisschen gehässig geworden wegen der Frau Gusti. Sie brauchen sich aber keine Sorgen machen. Sie gehen so lange zu meiner Mama aufs Land aus, bis über die Sache groß gewachsen ist. Wir haben es gerade ausgemacht, gell, Clara? Ja. Hey, wo sind wir denn? Ja, wissen Sie, Herr Weinzel, ich hab mir gedacht, Sie können doch einer Tochter nicht jetzt so ohne Bräutigam rumlaufen lassen, wo es verlobt sein schon so gewohnt ist. Ich bin zwar kein Beamter, aber dafür habe ich Clara wirklich gern. Also, einen Schenkenner als Schwiegersohn habe ich mir eigentlich nicht gewünscht. Jetzt werden Sie lachen, Herr Weinzel. Ein Bäckermeister als Schwiegervater, auf die Idee war ich auch nie gekommen. Aber wenn ich Clara kriege, dann mache ich mich selbstständig. Und für Frank Gusti haben wir dann auch noch einen Platz. Ja, wegen der Gusti brauchst du ja nicht strapazieren. Das war bloß ein Druckfehler. Na, ist das gar nicht wahr, Gusti. Na, das war bloß eine Erziehungsmaßnahme für den Papa. Ach so. Uns hätte es nichts ausgemacht. Wissen Sie, kommen wir nicht als armer Teufel zu Ihnen, Herr Wenzel. Ich habe mein Gerstl schon beieinander und nicht zu knapp. Mhm. An dem Schanknutzen habe ich fleißig mitgespart. Durst ist Durst. Ja, nimmst du halt dabei den. Bis zur nächsten Verlobung. Na, Vater, beim Ludwig, da bleibe ich. Der schlockt mir ja sonst noch ein paar mit seinen Instinkten. Ich gratuliere, Herr Ludwig. Danke. Mit Ihnen haben wir gar keinen schlechten Tausch gemacht. Ja, du musst es ja wissen als Geschäftsführer. Den Geschäftsführer glaubt mir keiner mit 1,50 Mark Wochenlohn. Was? Ja. Da werde ich etwas okay drauflegen müssen. Aber jetzt geh bitte in den Laden und schau, was los ist. Ja, ich geh ja schon. Wenn ich mich nicht um alles kümmere, dann ist es ja so nicht. Ja. Ja. Da wären wir ja endlich unter uns. Dann gang ja gleich ein zünftiger Tarock zusammen, was? Ja, da hat er recht. Genau. Uns gleich nicht. Ja. Das fängt ja gut an. Also, heute verliere ich bestimmt, weil ich so ein unverschämtes Glück in der Liebe hab. Also, auf die so kommen, dann müssen wir alle drei verlieren. Vater, der Ludwig ist doch nicht zum Kartenspielen gekommen. Du, wir haben jetzt was Wichtigeres zum Dorf. Was Wichtigeres wie einen Tarock gibt's überhaupt gar nicht. Ja, was hab ich denn einen Schwiegersohn? Komm mit in die Küche, Clara. Wenn die Herren Hunger haben, kommen sie reumütig zu uns zurück. Und geh, Ludwig, nicht streiten. Denk an deine Instinkte. Du, Papa, ich geh jetzt, gell? Wo gehst nicht? In die Klavierstunde. Was in die Klavierstunde? Seit wann spielst du wieder Klavier? Das hast du schon lange aufgegeben. Aber Papa, ich hab doch jetzt einen neuen Klavierlehrer. Das ist ein wahnsinnig interessanter Mensch. Weißt, groß, schlank, Künstlermähne. Ganz mein Typ. Was ist dem Laufherrn du besser? Nein, gewiss nicht. Wenn man so jung ist und pulnarisch, da schlagt man gerne über den Streng. Ja, was soll man denn da bei uns sagen? Ja, vielleicht Alter schützt vor Torheit nicht. Ich weiß was Besseres. Was? Herz ist Trumpf.
Jetzt wäre es aber doch bald an der Zeit, dass man den Termin für die Hochzeit festsetzt. Pressiert nicht so. Also. Hast du noch nicht bemerkt, dass der Hugo in letzter Zeit auffallend zurückhaltend ist? Von mir aus. Vielleicht ist er verletzt, weil die Clara immer wieder Bedenken hat. Wenn ich den Hugo heiraten müsste, ging's mir nicht anders. Du hast eben ein Vorurteil gegen ihn, weil er besseren Kreisen angehört. Ja, warum hat er sich nach seinem Brat nicht aus die besseren Kreise gesucht? Ja, das beweist halt seine Liebe zur Clara. Nein, das beweist, dass er sich genau nach unseren Vermögensverhältnissen erkundigt hat. Wenn er bloß wegen dem Geld hinter der Clara her ist, tut man das Mädel heute schon leid. Das ist ja lächerlich. Wenn eins von deinen Kindern Anlass zur Sorge gibt, so ist es die Gusti. Die Gusti? Was willst du denn damit sagen? Alois, ich fürchte, sie hat ein Verhältnis. Die Gusti? Ein Verhältnis? Okay, da müsst ihr doch auch was davon wissen. Herein! Grüß dich, Alisi. Ja, grüß dich, Saferl. Ja, da schaust, dass ich zu dir komme. Ja. Ja, und die Frau Amalie. Werd ewig jünger und sauberer. Ging es zu. Na, ganz gewiss, glaubst du was? Wenn ich eine Zeit lang nicht gesehen hab, dann geht mir direkt was ab. Hast du ihn gefragt wegen am Theater? Was hat er denn gesagt? Ich hätte kein Talent, aber ich werd's ihm beweisen, dass ich eins hab. Die Augen werden ihm übergehen und der Tante auch. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich mit denen noch verkehr, wenn ich eine große Schauspielerin bin. Mich auslachen! Gusti, sei doch gescheit. So gescheit wie du bin ich schon lang. Heirat du meinetwegen deinen königlichen Federfuchser. Und euren Geburtstag mitsamt eurer Verlobung könnt's ohne mich feiern. Habt's mir gern alle miteinander. Für Gott mit Rosenwasser. Was sagen Sie jetzt zu so einem Dickschädel? Ja, eine Fräulein Schwester hat ganz vernünftige Ansichten. Also mit dem königlichen Federfuchser. Du hast bestimmt nicht unrecht. Der passt nicht zu einer. Glauben Sie mir's doch, Freund Clara. Oh, entschuldigen Sie tausendmal, dass wir Sie warten. Ach so. Ich brauche ja nicht entschuldigen. Freund Clara hat mir eine Gesellschaft geleistet. Wir haben uns ganz nett unterhalten, gell, Freund Clara? Ah, da schau her, der Ludwig. Ja, das ist schön, dass Sie gekommen sind. Da wird's wenigstens nicht ganz so langweilig. Ja. Gratuliere Ihnen recht herzlich. Dankeschön. Vielleicht kommt der Rembold auch noch, geht vielleicht. Erzähl mal, Tarokzam. Das war was. Ja. Willst du mir deinen Besuch nicht vorstellen, Alois? Ach so, ihr kennt's euch noch nicht. Also, das ist der Ludwig, unser Schenkkenner vom Fauerbrei. Wagenbauer, Ludwig, mein Name. Angenehm. Freut mich, Herr Wagenbauer. Ihr Besuch hat mich noch etwas überrascht. Naja, das macht nichts, da kommen ja noch mehr. Was? Ja. Herein. Hm. Guten Tag. Ich habe mir erlaubt, von Ihrer freundlichen Einladung Gebrauch zu machen. Lieber Herr Dr. Fink, wie pünktlich. Wir sind alle erfreut über Ihren lieben Besuch. Alle kommen eigentlich nicht zum. Ich schätze mich glücklich, Nefrau, dass Sie mir gestatten, im Kreise Ihrer werten Familie weilen zu dürfen. Fräulein Clara, darf ich mir erlauben, Ihnen diesen bescheidenen Blumenstrauß als Zeichen meiner tiefen Verehrung und Ergebenheit zu überreichen. Ja, danke schön, Herr Fink. Die herrlichen Blumen, Clara, und wie sie duften. Am Fink, du alle am Markt kriegt man noch mal 50 einen ganzen Arm voll von dem Grünzeug. Ja, wollen wir nicht Platz nehmen, bitte, Herr Doktor. Ich möchte lieber warten, bis sich dieser Herr da verabschiedet hat. Verabschieden? Ja, wieso denn? Der ist ja gerade erst gekommen. Zufällig bin ich nämlich auch hier eingeladen, wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Vogel. Was will denn dieser Mensch? Was habt's denn? Tust du nicht so fremd? Sie werden doch einen Ludwig kennen, unseren Schenkkellner. Schenkkellner zählen nicht zu meinem persönlichen Bekanntenkreis. Hätte ich eine Ahnung gehabt, dass Sie bereits Besuch haben, hätte ich einen günstigeren Zeitpunkt abgewartet. Sie bin einer Fell, was nicht passt, brauchen Sie mir's bloß sagen, gell? Ich verrate Ihnen dann schon meine Handschuhnummer. Jetzt ist so giftig, Ludwig. So war. Gala, bring mir einen Kaffee. Ja. Wenn unsere Gäste gleich friedlicher werden, kommen Sie. Mit dir los? Hast du was angestellt? Wissen Sie nicht, was Fräulein Gusti ist? Nein, ich will es auch gar nicht sehen. Vielleicht sehen Sie es überhaupt nicht mehr. Wieso? Heute Mittag ist es vorgegangen. Da war es ganz auseinander. Mir hat es angeschaut, dass man gleich ganz hart über den Pupp gelaufen ist. Ja, hat es nicht gesagt, wo es hingeht? Doch, aber ich habe es nicht recht verstanden. Entweder auf die große Hesseloher Brücken oder in klein Hesseloher See. Und ich will schulden. Geh, wieso denn du? Ja, ich habe da den Brief an die verkehrte Adresse gebracht. Durch das ist alles aufgekommen.
Jetzt hätte nur eine Zeit lang gewartet, Gusti. Dann hätte ich keiner. Geh, du dummer Kerl. Nur ich bin schuld. Du, Maxl, weißt du die Adresse von dem Studenten? Ja, freilich, ich war oft nur dort. Ja, wo wohnt er denn? In der Sendlinger Straße, auf Nummer 26. Aber der Student nutzt uns nichts mehr, wenn die Gusti da offen ist. Maxl, der kleine Hässler See, der ist bloß einen halben Meter tief. So, na, das war ja erledigt. Ui, was haben Sie jetzt gemacht? Ach, mit einem Ex-Bräutigam habe ich mich nur ein bisschen unterhalten. Aber ganz primitiv. Hat sich der an einen Krawattel gehalten? Naja, der hat meine Instinkte lang nur gereizt. Jetzt ist mir wohler. Ja, am Herrn Fink wahrscheinlich weniger. Sind Sie froh, dass die los sind? Nee, hoffentlich hat es für er noch keine schlimmen Folgen. Nein, schon eher für ihn. Tja, Ja, Maxl, komm, was tust du denn da? Geh weiter, schau in Lohn. Schuld. Also, sein billiges Fangeisen habe ich ihm zurückgegeben. Jetzt ist die Verlobung also so viel wie gelöst, ne? Ja, hoffentlich haben Sie mit Ihrer Braut mehr Glück. Hä? Ich habe gar keine. Was? Sie haben mir doch gesagt, dass Sie sich mit der Wirtstochter verloben wollen. Na ja, sie hätte schon wollen, aber ich hab's lieber bleiben lassen. Gott sei Dank. Das war voll recht gescheit von Ihnen. Ja, sagen Sie mal, weiß das der Herr Weinzierl schon von dem Kind? Ja. Ich meine, so ein kleines Kind kann ja nichts dafür, wenn der Vater ein Lump ist, ne? Freilich nicht. Meinst du, das Kind wäre der Preis? Sagen Sie mal, von was für einem Kind reden Sie eigentlich? Ja, von einem. Ich krieg doch keins. Nicht? Wer nachher? Meine Schwester, die Gusti. Was? Ja, so. Ja, dann ist ja auch wieder nichts. Mit was? Mit, wissen Sie, ich meine, wenn Sie kriegen, das Kind, nicht, dann hätten Sie mich vielleicht eher genommen wie so, ganz ohne. Mei. Sie hätten mich trotzdem geheiratet. Sie wissen doch, dass ich einen gern hab. Ludwig, ich hab jetzt einen wichtigen Gang vor, es ist wegen der Gusti. Wollen Sie mitkommen? Du brauchst doch gar nicht fragen. Dann kommen Sie, Ludwig. Mei, bin ich froh, dass ich einen Menschen gefunden habe, auf den ich mich verlassen kann. Das können Sie auch. Eher schenke ich für 3 Quartel eine Masse, bevor ich einen in den Stich lasse. Ehrlich gesagt, Frau Julia, ich bin dem Zufall richtig dankbar, der uns wieder zusammengeführt hat. Glauben Sie an diesen Zufall, Herr Weinzierl? Ja, nur wenn Sie... Ich habe eben selbst erst von dem leichtsinnigen Streich der beiden jungen Menschen erfahren. Und zwar durch einen Brief Ihrer Tochter, der für meinen Sohn bestimmt war. Sir? Ich möchte betonen, dass ich die Handlungsweise meines Sohnes auf das Schärfste missbilligte. Herr Justizrat, jetzt sagen Sie mal bitte klipp und klar, um was es sich handelt. Nun, die beiden sind seit einiger Zeit befreundet. Und diese Freundschaft hat intime Formen angenommen. Was? Das auch noch. Na ja, ich werde meine Gusti gleich zur Rede stellen. Das wird die Lage leider nicht mehr ändern. Ich habe den unumstößlichen Beweis in Händen, dass dieses Verhältnis nicht ohne Folgen bleiben wird. Nicht ohne Folgen? Tja, Herr Weinzierl, mit dieser Tatsache werden wir uns leider abfinden müssen. Es fragt sich nun, wie sich diese bedauerliche Affäre am besten wieder beilegen lässt. Beilegen, ja. Lass sie denn sowas überhaupt beilegen? Nachdem eine Heirat unter gar keinen Umständen in Frage kommt, müssen wir eine andere Lösung finden. Mei Gusti. Ich bin bereit, Ihnen finanziell entgegenzukommen. Vielleicht dürfte eine einmalige und endgültige Abfindung für beide Teile am vorteilhaftesten sein. Wenn Sie mir einen annehmbaren Vorschlag machen wollen, bitte ich. Ich bin nicht kleinlich. Ja, sagen Sie mal, was wollen denn Sie mir überhaupt zahlen? Glauben denn Sie, Sie können mit Ihrem Geld das Unglück von dem Madel und die Schande aus der Welt schaffen? Ja, wenn Ihr Sohn schon keine Ehre im Leib hat, ich hab eine und die lasse ich nicht durch den Dreck ziehen, dass Sie es wissen. Bitte? Wie Sie wollen. Wenn Sie einen vernünftigen Vorschlag zu machen haben. Ich bin in meinem Büro zu sprechen. Bitte, hier ist meine Karte. Und Ihr sauberer Herr Sohn, was sagt denn der dazu? Ich habe ihn noch nicht gesprochen. Aber er wird München noch heute verlassen. Es ist also vollkommen sinnlos, wenn Sie versuchen wollten, ihn gegen den Willen des Vaters zu beeinflussen. Guten Tag. Als ob man sowas mit Geld gut machen könnte. Weißt du, die Gusti kann vielleicht gewiss nichts dafür. Was weißt denn du, Bur? Ich hab doch alles gehört. Hast du gehorcht? Freilich. Ich hab ja nicht wissen können, ob sie nicht vielleicht eine Hilfe brauchen. Der Justizmensch hätte einer gerade so gut verhaften können. Aber verlassen Sie einer drauf. Von mir erfahrt kein Mensch was. Ja, so eine Neuigkeit spricht sich schnell rum. Machen Sie einer nichts draus, Meister.
Bin ja ausgern tot, nachher heirate ich auch so die Gusti. Aber soll's einer probieren und soll's schon vorschauen. Du bist ein guter Kerl, Maxl, aber das verstehst du nicht. Du hast Besuch gehabt, Alois? Ja, einen sehr erfreulichen Besuch. Okay, Meister, der Gusti tut uns nichts, wenn's heimkommt. Sie kann ja nichts dafür. Das waren sicher bloß die Nerven. Bleib schon, dass der nicht normal ist. Dieser Lehrbub da scheint mir aber nicht der geeignete Interpret für meine Verse zu sein. Nee, es macht nichts. Ich weiß nicht, was gemeint ist. Also, magst du voran, hast du das bald überstanden? Ja, geh ein bisschen näher her zu mir. Nein, lieber nicht. Aber geh, Master, Sie wissen schon noch. Was denn? Dass ich die nächste Watsche schon hab. Ich tue dir doch nichts, was du so blockt hast für mich. Also, jetzt fang an. Dem lieben Geburtstagskinde zum frohen Wiegenfeste, das... Weiter, Maxl. Dem lieben Geburtstagskinde... Ja, dass ich Geburtstag hab, das hast du mir schon zweimal gesagt. Herein! Gott sei Dank. Grüß dich nachher, alter Schwed. Sauber, grüß dich. Da bringe ich dir ein seitens Treppfall zum Geburtstag. Das wird dir lieber sein, als wenn ich dir recht geschwollen gratuliere. So ist recht lang leben und gesund bleiben, Bäcker Daschi. Danke schön, Gsaferl. Das werden wir noch gleich probieren. Warte, probieren wir's. Ja, und die Frau Tanz schaut wieder aus. Wie aus dem Schachtel raus. Ei. Es ist ein Jammer, dass nicht auf mich hören. Sie waren direkt schaffen für eine richtige Schweinmetzgerin. Das haben sie mir jetzt schon so oft gesagt, dass ich es bald wirklich glauben muss. Na, du Bierpanzen schon leer. Bist du auch da? Alle. Dann waren wir alle beieinander. Zu einem zünftigen Tarock. Ja, das ist ja eine Idee. Jetzt weiß ich, was mir die ganze Zeit abgegangen ist. Sitzt da gleich da. Ja, dann gehen wir gleich rüber, da ist er viel zünftiger. Das sind ja entsetzliche Menschen. Ich kann Ihren Vater nicht verstehen, dass sich solche Plebejer ins Haus lädt. Herr Doktor, erklären Sie sich. Die Herren sind jetzt mit Ihren Karten beschäftigt. Ludwig, Sie gehen. Fräulein Clara, auf diesen Augenblick habe ich sehnlichst gewartet. Wollen Sie mir nicht Ihre Hand geben? Na, was ist denn, Ludwig? Was schenken Sie da, Antoniva? Jetzt mischen Sie doch. Ja, den da drüben misch ich jetzt dann auf. Nimm diesen Ring, liebe Clara. Endlich darf ich dich meine geliebte Braut nennen. Aber mein Liebling, sag Hugo zu mir. Jetzt der Wirf ihn dann. Was? Ich spiel. Ja, was ist, kann ich jetzt nicht bald anfangen. Dem lieben Geburtstagskinde zum frohen Wiegenfeste. Halt doch dein Schnabel, du Lassbuhr. Ich will von dem Geburtstag jetzt nichts mehr hören. Gott sei Dank, da kann mir nichts mehr passieren. Also, was sticht? Schein. Die Unterweinzierl haben es doch selbst behauptet. Ja, sie haben es weggestritten. Sie können es ja gar nicht gewesen sein. Weil sie war. Also, Gsaferl, das ist schön von dir, dass du dich für mich opfern willst, aber ich bin ein Mann, der für das einsteht, was er tut. Frau Julia, so leid es mir tut, dass ich sagen muss, ich war der Sünder. Na, meine Herren, so geht das nicht. Warum denn nicht? Ich habe schwarz auf weiß in meinem Protokoll, dass von Erna keiner gewesen ist. Ein einziger ist nicht vernommen worden und das bin ich. Also, meine Herren, ich bin gerührt. Von Ihnen übertrifft einer den anderen an Edelmut. Der Hackl und mein Schwiegersohn kommen als Beamte überhaupt nicht in Frage. Ihr Schwiegersohn? Na ja, der Fink ist doch mit meiner Clara verlobt. Ach, Sie haben eine Braut? Da schau her. Und mir macht er Liebeserklärungen. Das ist interessant. Fräulein Clara war meine Braut. Aber inzwischen sind ja Umstände eingetreten, die überhaupt... Von den Umständen haben Sie heute erst erfahren, Herr Fink. Jetzt geht mir der Licht auf, warum Sie auf einmal so konsequent sind. Ja, pfui Teufel. Ja, also Ihre Vorwürfe wären ja wohl bei Fräulein Gusti besser angebracht. So. Als Beamter sind meiner Toleranz gewisse Grenzen gesetzt. Es kann mir also niemand verwehren, Ihnen meine Verehrung zu erweisen. Da lege ich aber gar keinen besonderen Wert drauf. Ich kann nämlich einen Verehrer nicht recht ernst nehmen, der sich erst in der Nachbarschaft nach meinen Vermögensverhältnissen erkundigt. Au Backe. Jetzt hätten wir vier Schuldige und Sie nehmen die Anzeige zurück. Tja, dann ist die Sache leider erledigt. Ja, schade, Herr Oberwachtmeister, gell?
Ihre täglichen Besuche sind mir direkt zur lieben Gewohnheit geworden. Da kann man nichts machen. Aber ich möchte nur wissen, warum ich jedes Mal specken. Kein Wunder, Sie sind ja bei der Polizei. Jetzt geh heim und zieh meine Uniform aus. Wollen Sie jetzt zur Kriminalpolizei? Ja, aber ich hab doch halt dienstfrei. Ach so. Und wenn ich es mir recht überleg, gar so zwider ist meine Hausfrau eigentlich auch nicht. Und bei der weiß ich gewiss, dass ich nicht spät komm. Ja, mir wird's jetzt auch nicht mehr brauchen, gell? Warum willst du schon gehen? Nein, nein, nur da nicht, zu deiner Schwester. Alice, ich glaube, es könnte nicht schon, wenn du ein paar Flaschen Shampoos kalt stellst. Ich mein, wir werden's brauchen. Wirklich? Ja. Ein größere Frei kannst du gar nicht machen. Herrschaftszeiten kommt jetzt das Leben schieße. Wenn das andere mit der Guste nicht war. Ach, kommen Sie, Sie müssen doch meine Schwester kennenlernen. Ja, gern. Ich glaube, wir zwei sind da herin einigermaßen überflüssig. Ja, ich will Sie nicht aufhalten, Herr Hackel. Aber bei der gekränkten Witwe brauchen wir uns alle zwei nicht mehr bemühen. Wissen Sie, so eine alte Jugendliebe, die hat oft ein zähes Leben. Da sind wir schon abgemeldet. Ah, es sieht jetzt so aus. Leider. Im Übrigen, Frau Clara, wenn Sie vielleicht ein neues... Aber mein Liebling, sag Hugo zu mir! Jetzt der Wirf ihn dann. Was? Ich spiel. Ja, was ist, kann ich jetzt nicht bald anfangen. Die im lieben Geburtstagskinder zum frohen Wiegenfest. Halt doch dein Schnabel, du Lassbuhr. Wie von dem Geburtstag jetzt nichts mehr hören. Gott sei Dank, da kann mir nichts mehr passieren. Also, was sticht? Schön. Wäre es aber doch bald an der Zeit, dass man den Termin für die Hochzeit festsetzt. Pressiert nicht so. Also. Hast du noch nicht bemerkt, dass der Hugo in letzter Zeit auffallend zurückhaltend ist? Von mir aus. Vielleicht ist er verletzt, weil die Clara immer wieder Bedenken hat. Wenn ich den Hugo heiraten müsste, ging es mir nicht anders. Du hast eben ein Vorurteil gegen ihn, weil er besseren Kreisen angehört. Ja, warum hat er sich nach seinem Brat nicht aus die besseren Kreise gesucht? Ja, das beweist halt seine Liebe zur Clara. Nein, das beweist, dass er sich genau nach unseren Vermögensverhältnissen erkundigt hat. Wenn er bloß wegen dem Geld hinter der Clara her ist, hat man das... Ich war hier eigentlich. Ja, also, wenn man was anstellt, gell, dann muss man dafür einstehen. Ja, das tue ich da. Aber du musst noch den Spätzl verraten. Für so dumm darf er es mich nicht halten, Meister. Erstens wohnt der Schorschi gar nicht im Hotterer Gassel, sondern in der Damenstiftstraße. Und zweitens war es nicht er, sondern ich. Ja, bist bei einem Sauberfrichterl. Liegt der die Polizei an? Naja, die Watschen hast du fürs nächste Mal gut.
Sag einmal, hast du aufgeräumt und den Laden zugesperrt? Ja, freilich. Und da schau ich lieber selber noch. Aber geh, Meister, dass wir nicht drauf vergessen. Was denn? Dass ich die nächste Watschen schon gekriegt hab. Aber dann puste. Was willst du, Maxel? Psch. Ja. Wann ist denn der gekommen? Gestern oder vorgestern. Ich hab ihn ganz vergessen gehabt. Das ist ja allerhand, Maxel. Das macht doch nichts. Er war ja gerade vorhin schon wieder da. Und? Der hat sich gewundert, dass ich ihm noch keine Antwort gegeben habe. Start, der Meister kommt. Herrschaftszeiten. Wenn mir bloß Sinn kommt, was gestern auf die Nacht alles passiert ist, dann wollte ich mir ich. Ah! Blutshaarwurzel, Vater, du sollst dich doch umziehen. Die Tante ist schon ganz nervös. Die redet schon wieder den ganzen Tag Hochdeutsch. Ja, wahrscheinlich beruhigt sie sich erst, wenn du einmal unter der Hand bist. Nein, kannst du es denn gar nicht erwarten, bis du mich losbringst. Seit wann kommst du denn auf mich an? Ihr habt sie doch für heute eingeladen, an Herrn Fink. Und deswegen habe ich gestern alles gleich in Ordnung gebracht. Was heißt denn in Ordnung? Na ja, ich habe ihn gestern mitgenommen an meinen Stammtisch und dort ein Wort das andere gegeben. Und dann haben wir die... Ja, dann haben wir die gleich verlobt. Verlobt? Vater, das ist doch nicht der Ernst. Ja, warum denn nicht? Ich hab gedacht, ich mach dir eine Freude damit. Und vor alle Leute hast du darüber geredet? Warum? Das ist doch nichts Unrechts. Da waren ja bloß ein paar Stammgäste da. Und dann haben wir die Verlobung gleich richtig gefeiert. Der Hugo, der war ganz schön blau. Mein Hugo. Und sowas, wo ihr Mann seid, der hat nicht einmal so viel Courage gehabt, dass er mich selber fragt. Am Biertisch hat er mich ausgehandelt. Ja, nee, wenn du nicht willst, ich zwing dich nicht. Ich bin ja kein Rabenvater. Ah, jetzt? Soll ich halt die Tante heiraten? Diesmal beim Urkling mit dem königlichen Hofbeamten. Vater, denk doch bloß an das Gerät, das es geben darf, wenn die sogenannte Verlobung zurückgeht. Die Blamage! Du, warte ein bisschen. Ich zieh mich schnell um. Da sieht man wieder die Anmaßung von den Herren Beamten. Aber Herr Rempold, Sie sind im Irrtum. Aber ich sage Ihnen das eine, gell? Das da herin, das ist mein Geil. Und wer mir ins Geil kommt, mit dem mache ich kurzen Prozess. Und wenn er 10-mal Beamter ist, das sage ich Ihnen, der Metzgermeister Rempold. Oh, Herr Rempold! Mein Gott! Was kommt denn der Blumenstrauß dafür? Ich glaub, der ist sie. Den kann ich ja noch nicht mehr gut anbieten. Macht nix. Hä? Ich weiß ja, wie es gemeint ist. Ja? Aber die Stängel da, die hebe ich mir trotzdem auf. Zum Andenken. Gell, Xaver? Was haben Sie gesagt? Xaver? Hui. Haben Sie ihn da nicht verrät? Ja, ich muss doch der Tierquälerei ein Ende machen, nicht? Ja, dann habe ich meinen Wurstbrat auch nicht umsonst versalzen. Amalie, dafür muss er dir ein Puzzle geben. Ja, ja, aber doch nicht unter Polizeiaufsicht. Ach so. Genieren Sie ihn nicht, im Dienst sehe ich noch ganz andere Sachen. Ja, dann mache ich halt meine Gratulation. Dankeschön. Dankeschön und nichts für ungut, gell? Ist schon recht. Und wenn Sie auf meine Gegenwart der Herrin keinen besonderen Wert legen, dann warte ich dabei im Laden, bis die anderen zur Amtshandlung einpassieren. Also, Hagli, Sie werden mir immer sympathischer. Schaut, dass Sie Beamter sind. Es kann ja nicht lauter Schweine in den Metzger geben. Und für so ein junges Glück muss man doch ein Verständnis haben, nicht? Ja. Ich freue mich ganz narrisch, Amalie. Also, Hugo, du musst jetzt selber wissen, was du zu tun hast. Ja, wir wollen die Herren allein lassen. Ja. Komm, Xaver. Jawohl, Amalie. Ich hab dir nichts verheimlicht und ich entschuldige auch nichts. Tja, Sie sehen mich allerdings fassungslos, Herr Weinzierl. Ach so, wir sind wieder per Sie. Ja, dann weiß ich ja Bescheid. Sie müssen verstehen, dass Sie unter diesen Umständen bei meiner exponierten Stellung, man denkt darüber sehr streng bei Hofe. Ja, nur keine falschen Hemmungen. Es steht Ihnen völlig frei, die Verbindung zu meiner Familie aufzugeben. Danke. Bitte. Meine Herren, es ist 3 Uhr, sind wir soweit? Na, mir scheint, die Anwesenden sind noch nicht ganz vollzählig. Ja, die Anwesenden schon, bloß die Abwesenden fehlen nur. Sagen Sie mal, kommt denn die Witwe überhaupt? Ja, sie hat mir fest versprochen, heute Mittag zu erscheinen. Sie, das geht für nicht, dass Sie meine Amtshandlung einmischen. Es handelt sich um keinen Besuch, sondern um eine amtliche Vernehmung.
Es handelt sich um eine Gefälligkeit der Dame, die sie uns auf meine ausdrückliche Bitte hin erweisen will. Ich möchte das festgestellt haben. Herein! Grüß Gott allerseits. Sie haben sich bereits versammelt. Und die hohe Polizei ist auch schon da. Gott, Frau Schiebel. Grüß Gott. Herr Rimbold, ja. Wenn Sie gar... am Boden untergelaufen. Glauben Sie mir, seit Ihrer Verlobung da regt mir jeder Stehgraben auf. Jeder hat seine Fehler. Sie ja? Ja, sicher. Aber das Mannsbild treibt meinen Blutdruck sofort auf 500. Da kann er nichts dafür, dass Sie Ihren Mund nicht rechtzeitig aufgemacht haben. Da sind Sie schon selber dran schuld. Ich werde mit dem Hugo recht glücklich werden. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Frau Gala, bitte, Sie dürfen jetzt nicht warnen, sonst flehne ich gleich mit. Wissen Sie, ich bin eine ganz friedliche Natur, aber dieser Herr Hofbeamte, der weckt in mir Instinkte. Verstehen Sie schon? Instinkte, dass ich mich oft selber nicht mehr kenne. Ja. Sie sollen es warnen aufhören, da wäre ich noch narrischer, wie ich schon bin. Warum schreien Sie mit Ihnen so? Sie, das kennen Sie mit Ihrer Braut machen, aber nicht mit mir. Entschuldigen Sie. Wenn ich warne, wo ich nachher warne, das ist meine Sache. Und überhaupt, ich warne ja gar nicht wegen Erna. Nicht? Meinetwegen rennen Sie rein, Erna, Unglück, mit einem Dickschädel. Mir geht's ja Gott sei Dank nicht so. Oh, du hast Besuch, Clara. Und einigermaßen erstaunt, Sie hier zu sehen. Ich komme zum Herrn Weinzierl und nicht zu Ihnen, Herr Zeisig. Hugo, ich hole jetzt meinen Umhang und dann macht man einen recht schönen Spaziergang, gell? Gewiss, mein Liebling. Gewiss, mein Liebling, bin ich aber schon her. Sie scheinen etwas eifersüchtig veranlagt zu sein. Ich? Auf Sie vielleicht, was? Dass ich nicht lache. Ich muss mich gerade beherrschen, weil sonst meine Instinkte wild werden. Sind Sie froh, dass ich die Gabe der Beherrschung habe, sonst... Da hat er jetzt ganz was anderes sagen. Sie denkt, sie... Ah, okay. Stellkragen, Heini! Plebeier. Ist er jetzt fort? Ja, endlich. Aber das wirst du hoffentlich einsehen, Clara, dass du mit diesen Kreisen keinen Umgang mehr pflegen kannst. Du hast recht, Hugo. Ich will den Menschen auch gar nicht mehr sehen. Dazu hast du als meine Frau sowieso keine Gelegenheit mehr. Jedenfalls kann ich zu meiner Zufriedenheit feststellen, dass deine geistige Umstellung bereits gute Fortschritte gemacht hat. Bitte, mein Liebling. Herrschaftszeiten, was ist denn heute mit meinen Weibern los? Ich kann mich doch nicht selber den ganzen Tag in den Laden stehen. Gemeister, das brauchst du nicht. Ich bin ja eh da. Ja. Gusti! Gusti! Meine Schwester lässt sich auch nicht sehen. Vielleicht hat sie es wieder mit den Nerven. Okay. Wissen Sie, Meister, die Weiber haben doch alle Augenblick was anderes. Okay, magst du es auch nicht so vorlaut, gell? Ja, ist doch wahr. Was glauben Sie, was aus unserem Geschäft wäre, wenn wir zwar nicht waren? Ja. Hoffentlich lasst mich du nicht einmal im Stich, sonst muss ich glatt das Geschäft aufgeben. Da braucht es keine Angst, Meister. Warten Sie nur, bis ich ausgelernt habe. Dann brauchen Sie überhaupt nichts mehr da. Dann mache ich alles allein. Ja. Schiebel amtlich vorladen. Empfehle mich den Herrn. Aber der Hackel. Für gut. Übrigens, Herr Weinzierl, vielleicht komme ich später noch mal vorbei. Privat, verstehen Sie? Privat? Ja. Ja, also noch. Für gut dabei. Tete. Sehr peinliche Angelegenheit. Du kennst also die Witwe. Wie? Oder stimmt's nicht, dass du sie schon öfter besucht hast? Ich verstehe nicht recht. Ja, ich verstehe es auch nicht, aber es ist bewiesen, verstanden? So? Na ja, allerdings, ich habe Frau Schiebel Besuche gemacht, aber eigentlich nur in deinem Interesse. Ich wollte sie überreden, die Anzeige zurückzunehmen. Ah, du hast den Blumenstrauß dazu gebraucht. Ja, ich wollte alles versuchen, die Dame umzustimmen. Ja, es ist sehr unangenehm, wenn der Name meines künftigen Schwiegervaters durch einen Prozess an die Öffentlichkeit kommt. Ja, dann mach dir mal keine Sorgen, gib lieber Obacht, dass dein Name nicht blamiert wird. Unfasslich, dass ich mich so weit hätte vergessen können. Ja, wenn du mit der Witwe schon so gut bekannt bist, dann ist vielleicht am besten, du gehst zu ihr hin, gestehst dir alles ein und entschuldigst dich. Tja, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Ja, und deiner Braut willst du nicht, grüß Gott, sein. Ich wollte Clara eben zu einem Spaziergang abholen, aber nun muss ich ja wohl darauf verzichten. Ja, warum denn? Nimm sie halt mit. Aber erzähl ihr nichts davon. Sonst glaubt sie nicht mehr an deine Unfehlbarkeit. Die Sache bleibt selbstverständlich unter uns, nicht? Ja.
Clara! Ja, Vater. Ja, ach, der Hugo. Grüß Gott. Du warst im Laden, Clara? Ja, warum? Du sollst doch Clara im Laden nicht mehr beschäftigen. Ist mir peinlich, wenn meine Braut jede Frau Müller und Huber bedient. Die Frau Müller und Huber bringen uns aber ihr Geld. Das ist aber weniger peinlich. Du wirst da noch sehr viel Mühe geben müssen, um in unseren Kreisen keinen Anstoß zu erregen. Sag mal, Hugo, warum heiratest du mich eigentlich? Also diese Frage? Ich kann dir doch nicht jeden Tag von Neuem eine Liebeserklärung machen. Warum denn nicht? Unter Brautleuten wäre doch das gar nicht so ungewöhnlich. Wie? Schau, Hugo, manchmal da zweifle ich richtig, ob du mich überhaupt gern hast. Wir haben uns eigentlich noch nie so richtig ausgesprochen. Ich wollte dich eben zu einem Spaziergang abholen, Clara. Ja, ich kann jetzt schlecht vom Geschäft weg. Doch, 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 dein Vater weiß bereits Bescheid. Also mach dich recht hübsch. Ich habe mit deinem Vater noch zu reden und warte auf dich. Frau Fink. Das kann ich mir noch nicht recht vorstellen. Klara. Ah, Sie sind's, Ludwig. Ja, ich wollte eigentlich zu Ihrem Vater. Ist der Herr Weinzierl nicht da? Doch, im Lohn ist er. Ah, ja. Ja, aber er ist im Moment nicht allein, der Herr. Sie haben wohl die Absicht, hier als Tröster aufzutreten. Na, sicherlich sind Sie primitiv genug, hier die Rolle eines Vaters zu übernehmen. Dann werden Sie sicher mit offenen Armen empfangen. Guten Tag. Guten Tag. Was hat der jetzt da gerade gemeint? Der Lack ist gerade ein bisschen abgesprungen. Mhm. Primitiv hat er gesagt, gell? Na, war. Ludwig, wo wollen Sie denn? Also, sagen Sie mal, stimmt das mit dem Vater für ein Kind? Ja, aber... Augenblick. Halt. Halt den Ring brauche ich. Sie werden ja keinen Wert mehr drauf legen. Nein, gewiss nicht. Naja, das ist Dublé. Ludwig! Hm? Maus bloß, keine Dummheit. Nein, ich bringe ihm bloß das Ringel zurück und dann werde ich mich ein bisschen unterhalten mit dem lieben Hugo. Hoffentlich ist er in der Krankenkasse. Ludwig, sonst scheit! Was ist mit dir los? Hast du was angestellt? Wissen Sie nicht, was vor den Kust ist? Nein, ich will es ja gar nicht sehen. Vielleicht sehen Sie es überhaupt nicht mehr. Wieso? Heute Mittag ist es vorgegangen. Da war es ganz auseinander. Mir hat es angeschaut, dass man gleich ganz hart über den Puppe gelaufen ist. Ja, hat es nicht gesagt, wo es hingeht? Doch, aber ich habe es nicht recht verstanden. Entweder auf die große Hesseloer Brücken oder in den kleinen Hesseloer See. Und ich will schulden. Geh, wieso denn du? Ja, ich hab da den Brief an die verkehrte Adresse gebracht. Durch das ist alles aufgekommen. Jetzt hätte noch eine Zeit lang gewartet, Kusti. Dann hätte ich es geheiratet. Geh, du dummer Kerl. Nur ich bin schuld. Du, Maxl, weißt du die Adresse von dem Studenten? Ja, freilich, ich war oft nur dort. Ja, wo wohnt er denn? In der Sendlinger Straße, auf Nummer 26. Aber der Student nutzt uns nichts mehr, wenn die Kusti da soffen ist. Maxl, der klein Hessloher See, der ist bloß einen halben Meter tief. Sondern, das war ja erledigt. Ui, was haben Sie jetzt gemacht? Ach, mit einem Ex-Bräutigam habe ich mich nur ein bisschen unterhalten. Aber ganz primitiv. Hat sich der an einer Krawatte gehalten? Ja, der hat meine Instinkte lang genug gereizt. Jetzt ist mir wohler. Ja, am Herrn Fink wahrscheinlich weniger. Sind Sie froh, dass die los sind? Nee, hoffentlich hat es für ihn noch keine schlimmen Folgen. Na, schon eher für ihn. Tja, Ja, Maxl, komm, was tust du denn da? Geh weiter, schau in Lohn. Schuld. Also, sein billiges Fangeisen habe ich ihm zurückgegeben. Jetzt ist die Verlobung also so viel wie gelöst, ne? Ja, hoffentlich haben Sie mit Ihrer Braut mehr Glück. Hä? Ich habe gar keine. Was? Sie haben mir doch gesagt, dass Sie sich mit der Wirtstochter verloben wollen. Na ja, sie hätte schon wollen, aber ich hab's lieber bleiben lassen. Gott sei Dank. Das war voll recht gescheit von Ihnen. Ja, sagen Sie mal, weiß das der Herr Weinzierl schon von dem Kind? Ja. Ich meine, so ein kleines Kind kann ja nichts dafür, wenn der Vater ein Lump ist, ne? Freilich nicht. Meinst du, das Kind wäre der Preis? Sagen Sie mal, von was für einem Kind reden Sie eigentlich? Ja, von einem. Ich krieg doch keins. Nicht? Wer nachher? Meine Schwester. Wäre es aber doch bald an der Zeit, dass man den Termin für die Hochzeit festsetzt.
Pressiert nicht so. Also. Hast du noch nicht bemerkt, dass der Hugo in letzter Zeit auffallend zurückhaltend ist? Von mir aus. Vielleicht ist er verletzt, weil die Clara immer wieder Bedenken hat. Wenn ich den Hugo heiraten müsste, ging's mir nicht anders. Du hast eben ein Vorurteil gegen ihn, weil er besseren Kreisen angehört. Ja, warum hat er sich nach seinem Brat nicht aus die besseren Kreise gesucht? Ja, das beweist halt seine Liebe zur Clara. Nein, das beweist, dass er sich genau nach unseren Vermögensverhältnissen erkundigt hat. Wenn er bloß wegen dem Geld hinter der Clara her ist, tut man das Mädel heute schon leid. Das ist ja lächerlich. Wenn eins von deinen Kindern Anlass zur Sorge gibt, so ist es die Gusti. Die Gusti? Was willst du denn damit sagen? Alois, ich fürchte, sie hat ein Verhältnis. Die Gusti? Ein Verhältnis? Okay, da müsst ihr doch auch was davon wissen. Herein! Grüß dich, Alisi. Ja, grüß dich, Saferl. Ja, da schaust, dass ich zu dir komme. Ja. Ja, und die Frau Amalie. Werd wie jünger und sauberer. Ach, ging es zu. Na, ganz gewiss, glaubst du was? Wenn ich eine Zeit lang nicht gesehen habe, dann geht mir direkt was ab. Sie bringen mich ja in Verlegenheit. Ja, Sie mich schon auch. Ja, Sie haben sicher mit meinem Bruder zu sprechen. Deswegen können Sie ruhig da bleiben. Ich will Ihnen ganz bestimmt nicht vertreiben. Nein, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tete. Tete, alter Depp. Apropos alter Depp. Du sag einmal, warum kommst du nicht mehr ins Preisstüberl? Das weißt du ganz genau. Wegen der Anzeige. Ich kann die Frotzelei nicht vertragen. Geht's zu, du wirst doch wegen der damischen Witwe kein Kopfzerbrechen machen. Das wäre ja die Mühe gar nicht wert. Ja, du hast leicht lachen. Und wenn die ganze Geschichte an mir hängen bleibt? Du warst schon dumm. Warum soll sie gerade an dir hängen bleiben? Wenn's nicht rauskommt, wer's gewesen ist, bin ich der Einzige, den die kennt hat. Und wenn wir uns drauf gesinnen könnten, wer's war? Ich besinn mich schon seit 4 Wochen. Komm doch nicht drauf. Aber ich? Mir fällt's ganz deutlich ein, dass der Fink gewesen ist. Dein künftiger Schwiegersohn. Ach, geh herauf. Das glaube ich nicht. Glaub mir's alle, sie. Ganz fest musst du's glauben. Aber Inspektor. Ja, der hätte auch nie das entscheidende Wort gesprochen, wenn mich nicht im rechten Augenblick eine Ohnmacht in seine Arme geführt hätte. Im entscheidenden Augenblick. Darauf kommt's an. Verstehst? Das mit der Ohnmacht muss ich auch einmal ausprobieren. Geh, du Kindskopf. Was warst denn du schon von der Liebe? Mehr als du ahnst. Für mich schwärmt das ganze Ludwigsgymnasium. Aber ich mach mir ja nichts draus. Für mich gibt's überhaupt nur einen Mann. So? Wer ist denn der Glückliche? Der neue Tenor vom Gärtnertheater. Ich sag dir's, Clara, der Mann ist einfach himmlisch. Aha. Und deshalb willst du zum Theater? Wer ist das? Du, das ist vielleicht schon der Fink. So sag doch herein. Herein. Entschuldigen Sie die Störung, meine Damen. Ja, so, der Herr Hackel. Grüß Gott. Grüß Gott. Aha, die hohe Polizei. Nur die Ruhe bewahren, kein Grund zur Aufregung. Respekt, da haben Sie es aber gemütlich herin. Da sieht man halt gleich, dass zarte Frauenhände regieren. So was fällt bei mir daheim. Unsere Tante können wir aber leider nicht abgeben. Wieso Tante? Weil es die Tante so gemütlich gemacht hat, da herin. Ja, nur die Tante interessiert mich eigentlich weniger. Fein, Clara, Sie schauen halt wieder aus wie ein Pfingströser. Wenn ich einer so anschaue, dann kenne ich erst, was mir fällt. Aber Herr Hake, Sie haben doch Ihre Hausfrau, Frau Brömeisel. Die sorgt doch für Sie. Bitte schön, Fräulein Clara, erinnern Sie mich nicht an meinen Hausdrachen. Wenn ich den in der Früh am Nüchternmorgen anschaue, dann schmeckt mir den ganzen Tag das Bier nicht mehr. Na, sehen Sie es wohl recht selten, Ihre Hausfrau. Wieso? Na ja, Sie gehen ja noch nicht gerade ungern ins Wirtshaus, habe ich mir sagen lassen. Mei, als Jungser ist man halt aufs Wirtshaus angewiesen, nicht? Ah, es wäre halt ganz was anderes, wenn ich meine eigene Häuslichkeit hätte. Als Polizeioberwachmeister könnte ich mir das schon leisten. Meinen Sie nicht auch, Frau Clara? Warum denn nicht? Sie sind ja nun die Besten, ja? Da haben Sie recht. Und gesund. Kerngesund und stabil. Durch und durch stabil. Herr Hackel, sagen Sie mal, was führt Sie eigentlich zu uns? Ja, so. Leider eine dienstliche Angelegenheit. Ist der Herr Weinzierl nicht da? Doch, der muss jeden Augenblick kommen. Was wollen Sie denn von ihm? Ja, es handelt sich um eine kurze Vernehmung. Ah, da kommen Sie aber heute recht ungelegen. Der Vater hat nämlich Geburtstag. Ja, ich weiß, wir haben ja gestern am Stammtisch schon ein bisschen nass gefeiert. Aha. Ja, ich hätte ihn ja heute lieber nicht belästigt. Aber Dienst ist Dienst. Danke.
jetzt zusammenkrampeln. Das beste Lohn zu. Wir machen einen ein bisschen früher Feierabend. Grüß Gott, Hacke. Was wollen denn Sie bei mir? Also vorerst einmal meinen herzlichsten Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute, Herr Weinzierl. Dankeschön. Das ist ja eine besondere Ehre, wenn sogar die Polizei zum Gratulieren kommt. Ja, aber ich habe leider auch was Dienstliches für Erna. Was Dienstliches? Mhm. Halten. Ja, ich habe schon so viele Watschen ausgehalten, dass ich die Geburtstagswatschen auch noch überstehe. Ich bin nämlich hart im Nimmer. Der arme Kerl, tut mir leid. Ob mir das Lerner auch einmal so schwer fällt, wenn ich zur Bühne gehe? Du wirst doch wohl nicht im Ernst glauben, dass da jemals was draus werden kann. Das wird dein Vater nie zugeben. Ah, ihr habt's ja schon deckt. Ich bring mir Fleckfalt. Endlich, Clara, da bist ja. Ha, bin schon sehr aufgeregt. Warum denn, Tante? Der Zürich ist doch noch gar nicht da. Herr Dr. Fink ist als Beamter an Pünktlichkeit gewöhnt. Naja, eine gute Eigenschaft hat ja schließlich jeder Mensch. Herr Fink dürfte noch mehr gute Eigenschaften haben. Und er liebt dich. Ja, er behauptet's wenigstens. Wer weiß, ob er überhaupt Heiratsabsichten hat? Na, diese Absicht haben die Männer selten und werden trotzdem geheiratet. Mein verblichener Seliger. Der Herr Oberinspektor. Ja, der hätte auch nie das entscheidende Wort gesprochen, wenn mich nicht im rechten Augenblick eine Ohnmacht in seine Arme geführt hätte. Im entscheidenden Augenblick. Darauf kommt's an. Verstehst? Das mit der Ohnmacht muss ich auch einmal ausprobieren. Geh, du Kindskopf. Was warst denn du schon von der Liebe? Mehr als du ahnst. Für mich schwärmt das ganze Ludwigsgymnasium. Aber ich mach mir ja nichts draus. Für mich gibt's überhaupt nur einen Mann. So, wer ist denn der Glückliche? Der neue Tenor vom Gärtnertheater. Ich sag dir's, Clara, der Mann ist einfach himmlisch. Aha, und deshalb willst du zum Theater. Wer ist das? Du, das ist vielleicht schon der Fink. So, sag doch herein. Herein. Entschuldigen Sie die Störung, meine Damen. Ja, so, der Herr Hackel. Grüß Gott. Grüß Gott. Aha, die hohe Polizei. Nur die Ruhe bewahren, kein Grund zur Aufregung. Respekt, da haben Sie es aber gemütlich herin. Da sieht man halt gleich, dass zarte Frauenhände regieren. So was fällt bei mir daheim. Unsere Tante können wir aber leider nicht abgeben. Wieso Tante? Weil es die Tante so gemütlich gemacht hat, da herin. Ja, nur die Tante interessiert mich eigentlich weniger. Fein, Clara, Sie schauen halt wieder aus wie ein Pfingströser. Also, wenn ich einer so anschaue, dann kenne ich erst, was mir fällt. Aber Herr Hacke, Sie haben doch Ihre Hausfrau, Frau Brömeisel. Die sorgt doch für Sie. Bitte schön, Fräulein Clara, erinnern Sie mich nicht an meinen Hausdrachen. Wenn ich den in der Früh am Nüchternmorgen anschaue, dann schmeckt mir den ganzen Tag das Bier nicht mehr. Na, sehen Sie es wohl recht selten, Ihre Hausfrau. Wieso? Na ja, Sie gehen ja nicht gerade ungern ins Wirtshaus, habe ich mir sagen lassen. Mei, als Jungser ist man halt aufs Wirtshaus angewiesen, nicht? Ah, es wäre halt ganz was anderes, wenn ich meine eigene Häuslichkeit hätte. Als Polizeioberwachmeister könnte ich mir das schon leisten. Meinen Sie nicht auch, Frau Clara? Warum denn nicht? Sie sind ja nun die Besten, ja? Da haben Sie recht. Und gesund. Kerngesund und stabil. Durch und durch stabil. Herr Hackel, sagen Sie mal, was führt Sie eigentlich zu uns? Wäre es aber doch bald an der Zeit, dass man den Termin für die Hochzeit festsetzt. Pressiert nicht so. Also. Hast du noch nicht bemerkt, dass der Hugo in letzter Zeit auffallend zurückhaltend ist? Von mir aus. Vielleicht ist er verletzt, weil die Clara immer wieder Bedenken hat. Wenn ich den Hugo heiraten müsste, ging es mir nicht anders. Du hast eben ein Vorurteil gegen ihn, weil er besseren Kreisen angehört. Ja, warum hat er sich nach seiner Braut nicht aus die besseren Kreise gesucht? Ja, das beweist halt seine Liebe zur Clara. Nein, das beweist, dass er sich genau nach unseren Vermögensverhältnissen erkundigt hat. Wenn er bloß wegen dem Geld hinter der Clara her ist, tut man das Mädel heute schon leid. Das ist ja lächerlich.
Wenn eins von deinen Kindern Anlass zur Sorge gibt, so ist es die Gusti. Die Gusti? Was willst du denn damit sagen? Alois, ich fürchte, sie hat ein Verhältnis. Die Gusti? Ein Verhältnis? Okay, da müsst ihr doch auch was davon wissen. Herein! Grüß dich, Alisi. Ja, grüß dich, Saferl. Ja, da schaust, dass ich zu dir komme. Ja. Ja, und die Frau Amalie. Werd wie jünger und sauberer. Ach, ging es zu. Na, ganz gewiss, glaubst du was? Wenn ich eine Zeit lang nicht gesehen habe, dann geht mir direkt was ab. Sie bringen mich ja in Verlegenheit. Ja, Sie mich schon auch. Ja, Sie haben sicher mit meinem Bruder zu sprechen. Deswegen können Sie ruhig da bleiben. Ich will Ihnen ganz bestimmt nicht vertreiben. Nein, nein, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tete. Tete, alter Depp. Apropos alter Depp, du sag einmal, warum kommst du nicht mehr ins Preisstüberl? Das weißt du ganz genau. Wegen der Anzeige. Ich kann die Frotzelei nicht vertragen. Jetzt hör, du wirst du doch wegen der damischen Witwe kein Kopfzerbrechen machen. Das wäre ja die Mühe gar nicht wert. Ja, du hast leicht lachen. Und wenn die ganze Geschichte an mir hängen bleibt? Du warst schon dumm. Warum soll sie gerade an dir hängen bleiben? Wenn's nicht rauskommt, wer es gewesen ist, bin ich der Einzige, den die kennt hat. Und wenn wir uns drauf zinnen könnten, wer es war? Nur gar nicht drei, oder? Was haben Sie denn mit dem Blumenstrauß vor? Sie werden doch nicht die Zeugin beeinflussen wollen. Was geht denn mit den Zeugen noch? Frau Amalie, die ganze Nacht habe ich keine Aktion gemacht. Hoffentlich mache ich aus der Tierquälerei bald ein Ende. Yes. So ungeduldig. Ja, ich muss wissen, wie ich dran bin. Die Aufregung hält mich nicht mehr länger aus. Stellen Sie sich vor, heute in der Früh habe ich das ganze Wurstbrat versalzen. So was ist mir überhaupt noch nicht passiert. Ein Schweinemetzger mit einem Blumenstrauß ist entweder lächerlich oder verdächtig. Mir ist viel verdächtiger, was Sie mit der Frau Amalie zu reden haben. Jedenfalls was Wichtigeres ist wie Sie, weil von der Antwort mein ganzes Lebensglück abhängt. Verstehen Sie? Aha, jetzt kennen wir aus. Sie haben Absichten auf die Frau Amalie. Da sieht man wieder die Anmaßung von den Herren Beamten. Aber Herr Rempold, Sie sind im Irrtum. Aber ich sage Ihnen das eine, gell? Das da herin, das ist mein Geil. Und wer mir ins Geil kommt, mit dem mache ich kurzen Prozess. Und wenn er 10-mal Beamter ist, das sage ich Ihnen ich. Der Metzger muss der Rempold. Oh, Herr Rempold. Mein Gott, Gott. Was tut denn der Blumenstrauß dafür? Ich glaub, der ist ich. Den kann ich ja noch nicht mehr gut anbieten. Macht nix. Hä? Ich weiß ja, wie es gemeint ist. Ja? Aber die Stängel da, die hebe ich mir trotzdem auf. Zum Andenken. Gell, Xaver? Was haben Sie gesagt? Xaver? Hui. Haben Sie ihn da nicht verrät? Ja, ich muss doch der Tierquälerei ein Ende machen, nicht? Ja, dann habe ich mein Wurstbrat auch nicht umsonst versalzen. Amalie, dafür muss ich dir ein Puzzle geben. Ja, ja, aber doch. Doch nicht unter Polizeiaufsicht. Ach so. Genieren Sie ihn nicht, im Dienst sehe ich noch ganz andere Sachen. Ja, und dann mache ich halt mir Gratulation. Dankeschön. Dankeschön, und nichts für ungut, gell? Ist schon recht. Und wenn Sie auf meine Gegenwart der Herrin keinen besonderen Wert legen, dann warte ich dabei im Laden, bis die anderen zur Amtshandlung einpassieren. Also, Hagli, Sie werden mir immer sympathischer. Schaut, dass Sie Beamter sind. Es kann ja nicht lauter Schweine in den Metzger geben, und für so ein junges Glück muss man doch ein Verständnis haben, nicht? Ja. Ich freue mich ganz narrisch, Amalie. Also, Hugo, du musst jetzt selber wissen, was du zu tun hast. Ja, wir wollen die Herren allein lassen. Ja. Komm, Xaver. Jawohl, Amalie. Ich habe dir nichts verheimlicht und ich entschuldige auch nichts. Tja, Sie sehen mich allerdings fassungslos, Herr Weinzierl. Ach so, wir sind wieder per Sie. Ja, dann weiß ich ja Bescheid. Sie müssen verstehen, dass Sie unter diesen Umständen bei meiner exponierten Stellung, man denkt darüber sehr streng bei Hofe. Ja, nur keine falschen Hemmungen. Es steht Ihnen völlig frei, die Verbindung zu meiner Familie aufzugeben. Danke. Bitte. Meine Herren, es ist 3 Uhr, sind wir soweit? Mit dem lieben Hugo. Hoffentlich ist er in der Krankenkasse. Ludwig, sonst scheit! Mein Da! Was ist mit dir los? Was angestellt? Wissen Sie nicht, was Fräulein Gusti ist? Nein, ich will es ja gar nicht sehen. Vielleicht sehen Sie es überhaupt nicht mehr. Wieso? Heute Mittag ist es vorgegangen. Da war es ganz auseinander.
Mir hat schon geschaut, dass man gleich ganz hart über den Puckel gelaufen ist. Ja, hat's nicht gesagt, wo's hingeht? Doch, aber ich hab's nicht recht verstanden. Entweder auf die große Hesseloer Brücken oder in klein Hesseloer See. Und ich will schulden. Geh, wieso denn du? Ja, ich hab da den Brief an die verkehrte Adresse gebracht. Durch das ist alles aufgekommen. Jetzt hätte noch eine Zeit lang gewartet, Kusti. Dann hätte ich keiner. Geh, du dummer Kerl. Nur ich bin schuld. Du, Maxl, weißt du die Adresse von dem Studenten? Ja, freilich, ich war oft nur dort. Ja, wo wohnt er denn? In der Sendlinger Straße, auf Nummer 26. Aber der Student nutzt uns nichts mehr, wenn die Guste da soffen ist. Maxl, der kleine Hessloher See, der ist bloß einen halben Meter tief. Sondern, das war ja erledigt. Ui, was haben Sie jetzt gemacht? Ach, mit einem Ex-Bräutigam habe ich mich nur ein bisschen unterhalten. Aber ganz primitiv. Hat sich der an einen Krawattel gehalten? Na ja, der hat meine Instinkte lang genug gereizt. Jetzt ist mir wohler. Ja, am Herrn Fink wahrscheinlich weniger. Sind Sie froh, dass die los sind? Nee, hoffentlich hat es für er noch keine schlimmen Folgen. Na, schon eher für ihn. Ja, Ja, Maxl, komm, was tust du denn da? Geh weiter, schau in Lohn. Schuld. Also, sein billiges Fangeisen habe ich ihm zurückgegeben. Jetzt ist die Verlobung also so viel wie gelöst, ne? Ja, hoffentlich haben Sie mit Ihrer Braut mehr Glück. Hä? Ich habe gar keine. Was? Sie haben mir doch gesagt, dass Sie sich mit der Wirtstochter verloben wollen. Na ja, sie hätte schon wollen, aber ich hab's lieber bleiben lassen. Gott sei Dank. Das war voll recht gescheit von Ihnen. Ja? Sag sie mal, weiß das der Herr Weinzierl schon von dem Kind? Ja. Ich meine, so ein kleines Kind kann ja nichts dafür, wenn der Vater ein Lump ist, ne? Freilich nicht. Meinst du, das Kind wäre der Preis? Sagen Sie mal, von was für einem Kind reden Sie eigentlich? Ja, von einem. Ich krieg doch keins. Nicht? Wer nachher? Meine Schwester, die Gusti. Was? Ja, so. Ja, dann. Ja, dann ist ja auch wieder nichts. Mit was? Mit. Wissen Sie, ich meine, wenn Sie kriegen, das Kind, nicht? Dann hätten Sie mich vielleicht eher genommen wie so, ganz ohne. Mei. Sie hätten mich trotzdem geheiratet. Sie wissen doch, dass ich einen gern hab. Ludwig, ich habe jetzt einen wichtigen Gang vor, es ist wegen der Gusti. Wollen Sie mitkommen? Du brauchst doch gar nicht fragen. Dann kommen Sie, Ludwig. Mei, bin ich froh, dass ich Menschen gefunden habe, auf denen ich mich verlassen kann. Das können Sie auch. Eher schenke ich für 3 Quartel Masse, bevor ich einen in den Stich lasse. Ehrlich gesagt, Frau Julia, ich bin dem Zufall richtig. Am besten auf dem Platz vom Geburtstagskind. Es wirkt betont festlich. Und mein Bruder Alois wird durch die Blumen etwas verdeckt. Das wirkt wieder dezent. Okay, Tante, warum wirst du denn verstecken, den Papa? Er ist doch halt die Hauptperson. Ja, da hast du recht, mein Kind. Den 50. Geburtstag, den feiert man nur einmal im Leben. So, feiert man die anderen öfters. Ach, du, Unsinn. Stell ihm mal gute Flaschen Wein hin, dann hebst mehr eher auf wie mit Blumen. Ja, leider. Wie viel Mühe habe ich mir schon gegeben, meinem Herrn Bruder den Sinn für Höheres beizubringen. Aber für das hat ja dein Vater kein Verständnis. Ich habe überhaupt das Gefühl, dass er mich für ein notwendiges Übel anschaut. Aber Tante, wie kannst du denn sowas sagen? Was sollten wir denn ohne dich anfangen? Ja, ja, Gusti. Ja, hätte ich bei euch nicht Mutterstelle vertreten, dann wäre ich wohl längst wieder verheiratet. Mit dem Rembold, gell? Was? Wie kommst du denn auf den? Aber Tante, das ist doch so ein glühender Verehrer von dir. Ich bitte dich, Kind. Ein Metzgermeister. Ja, gern haben musst du natürlich. Wenn ich einen gern hab, heirate ich sofort. Du bist jetzt 19, gell? Und du denkst noch gar nicht ans Heiraten, verstanden? Und weil meine Schwester, die Clara, ein paar Jahre älter ist, darf schon einen Haufen Verehrer haben, was? Na, als ernsthafter Bewerber für deine Schwester kommt ja wohl bloß einer in Betracht. Der Herr Dr. Fink. Der Herr Hofbeamte. Mein Geschmack wäre er ja nicht. Glaubst du denn, dass der dem Papa recht ist? Der lackierte Duld auf? Kind, was sind denn das für Ausdrücke? Wie haut's ja um? Jetzt kommt daheim, der Meister. Na, dann ist ja gut. Na, das ist nicht gut. Ich kann da mein Geburtstagsversel noch nicht. Dem lieben Geburtstagskinde zum frohen Wiegenfeste, das... Ah.
Und schon weiß ich nicht mehr weiter. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du diese Verse nicht in deinen schwachen Kopf reinbringst. Reinbringe die schon, aber nicht mehr raus. Der Papa wird dich schon nicht gleich fressen. Fressen nicht, aber auch Watschen kriege, wenn ich stecken bleib. Die wirst du auch aushalten. Ja, ich habe schon so viele Watschen ausgehalten, dass ich die Geburtstagswatschen auch noch überstehe. Ich bin nämlich hart im Nimmer. Der arme Kerl, tut mir leid. Ob mir das Lerner auch einmal so schwer fällt, wenn ich zur Bühne gehe? Du wirst doch wohl nicht im Ernst glauben, dass da jemals was draus werden kann. Das wird dein Vater nie zugeben. Ah, ihr habt's ja schon gedacht. Ich bringe noch Fleck halt. Endlich, klar.